Warte mal, wenn ich den zusammenschütte, was ist da los? Macht Puff und alle Kühe. Was ist da los? Was ist doppelt? Wenn es heute Nacht hell wird. In der Nachbarschaft weiß ich schon. Bitte, bitte, entdunkel! Routing, Herr Krappweiß, da haben wir es mit, ne? Könnte es dieses vielleicht sein? Jetzt müssen wir da sein. Ja, es dauert immer 2 Sekunden. Ah, da kommt so, was. Oh, ein wunderschönen guten Abend. Die Bakterien haben den Ton gefressen. Das war die beste Anmoderation, ja. Die wird es nie wieder die geben. Die war der Hammer. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Die kriege ich auch so nicht nochmal auf die Reihe. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über Bakterien aus dem All sprechen. So war die doch, oder? So ähnlich. Fast. Was? Ich habe doch jetzt Ton. Warte, bom, bom, bom. Da ist doch alles. So, das legendäre Intro, das verloren ging. Ja, genau. Der Martin sieht besser aus, höre ich, als wer? Oder als er selbst, als letzte Woche? Ja, lass mal es einfach so stehen, als Absolute. Ich sehe, vielen Dank, mehrfach wurde jetzt auch schon in dem Prägespräch gesagt, ich sehe sehr frisch aus. Ich möchte an der Stelle direkt auflösen. Ich habe hier unter dem Auge einen roten unterirdischen Pickel. Und dieser Pickel, der ist so rot. Der ist so rot, dieser Pickel ist so rot. Und dann hat meine liebe Frau Sophia gesagt, warte, den schminke ich dir schnell weg. Und irgendwie hat sie dann festgestellt, dass die Schminkfarbe nicht so wirklich zu meiner Fresse passt. Und hat dann gesagt, ich muss dich leider ganz schminken. Und darum bin ich jetzt von den Zehennägeln bis hier hinauf komplett geschminkt, damit dieser kleine rote Punkt nicht auffällt. Vielen Dank, Sophia. Ich fühle mich jetzt besser, denn jetzt wurde ich hier gelobt, ich wurde vorhin gelobt. Es ist der Wahnsinn. Ich habe vorhin ein Video gesehen. Stellt euch das mal vor. Das allein ist jetzt noch nicht so, aber Wahnsinn. Ich habe vorhin ein Video gesehen. In diesem Video wurde die These aufgestellt, wir können froh sein, dass es auf dem Mars und Co. kein Leben gibt. Martin, du klangst gerade wie so ein kleiner Anlasser. Ja, was? Nein, ich will wissen, wieso wir froh sein können. Das weiß Tommy nicht mehr. Das will er jetzt von uns wissen. Ja. Das war die Frage, die uns allen unter den Nägeln... Genau. Wenn ihr das wissen wollt, schaltet einfach diesen Stream ab und schaut euch die Kurzgesagt-Folge zu dem Thema an. Ich habe kein... Ah, hier ist schön, Kuratorium. Die Frage, warum man immer an großen unterirdischen Pickel rumdrückt, hätte gut in die Warum-tun-wir-unvernünftige-Dinge-Folge gepasst. Also mir zu unterstellen, ich hätte das getan, ist absolut zutreffend. Lass uns mal loslegen. Wir sprechen heute. Ich habe sogar einmal so gemacht, einfach in der Hoffnung, ob das vielleicht... wir sprechen heute über Bakterien aus dem All und haben uns dazu die Christine Meusel-Eichinger eingeladen, die über Bakterien aus dem All promoviert hat. Oder was behuft dich dazu? Ja, es gibt ja so wenige, aber das werden wir noch diskutieren. Ne? Über alle Bakterien aus dem All hast du genau, war gleich fertig. Nein, du hast das Thema vorgeschlagen. Genau. Ja, das stimmt. Mikrobiologin, habe einen Hintergrund in extremophilen Forschung. Das heißt, wir haben uns beschäftigt mit Mikroorganismen, die extreme Bedingungen aushalten. Das hat mich dann wohl qualifiziert, bei der NASA zu arbeiten für ein ganzes Jahr und dort nach Extremophilen zu suchen in der Nähe von Raumfahrtmissionen. Extremophile? Das klingt wie, keine Ahnung, wie so eine Band. Ja, gibt's glaube ich auch. Extremophile. Achso, wegen Extremophil. Da geht es um Bakterien und Archaeen, die sehr viel aushalten. Hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, sehr viel Drücke und so weiter und so fort. pH-Werte, Extreme einfach, die für uns Menschen unangenehm wirken, diese. Was ist denn das extremste Extremophil? Das kommt darauf an, welchen physikalischen Umstand wir uns anschauen. Also Hyperthermophile gibt es zum Beispiel, die bei 121 Grad noch überleben und das sehr gut aushalten oder den pH-Wert von 0 noch überleben und so weiter und so fort. Gesättigte Salzlösungen. pH-Wert ist sauer? Oder? Sehr sauer. Mhm. Sehr sauer. Mhm. So quasi Säure schon, also nahezu. Da leben niedriger als Magensäure zum Beispiel, also wirklich. Okay. Gut, in der Magensäure wissen wir ja, dass da Bakterien drin überleben. Magst du vielleicht kurz klären, weil es vielleicht noch ein paar Mal erwähnt wird, was der Unterschied zwischen einem Bakterium und Archaeen ist?
Zwischen Herz und ja, was? Das ist mein Steckenpferd. Mein Weil du es gerade erwähnt hast. Zwischen was? Also Bakterien habe ich schon mal gehört, aber das andere habe ich zum ersten Mal gehört. Hast nicht zugehört, jetzt hat es das ja gerade gesagt. Doch. Das Leben auf der Erde teilt sich in drei Domänen des Lebens. Einmal die Eukaryoten, das sind alles, was höher entwickelt ist mit Zellkern. Dazu gehören wir, Pflanzen, Algen, Pilze und so weiter. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die Bakterien, die keinen Zellkern haben, Einzeller sind, relativ klein sind. Und dann gibt es dazwischen noch die Archaeen. Und die Archaeen sehen den Bakterien sehr ähnlich, sind aber keine Bakterien. Das sind eigentlich uns ähnlicher von der ganzen Maschinerie her, von dem molekularen Aufbau her und sitzen dazwischen. Und kaum jemand weiß, dass es diese Archaeen gibt, obwohl sie sehr, sehr wichtig sind. Sie greifen ein in unsere Ökosysteme sozusagen als Methanbildner zum Beispiel. Wenn wir über Permafrost oder Kuhmägen reden, dann sind das immer Archaeen, die Methan machen. Wir reden wahnsinnig viel über Kuhmägen, also täglich. Genau, und ja. Wenn die Stichflamme beim Schafsanzünden also besonders groß ist, dann waren es die Archaeen. Genau. Und die Archaeen sind evolutionstechnisch sehr interessant, weil wahrscheinlich das ganze Leben aus dieser Gruppe heraus entstanden ist. Und die Archaeen sind auch für das All sehr wichtig. Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück. Okay. Also Kuhmägen sind übrigens für die Klimatologie wahnsinnig wichtig. Mhm. Weil die so viel Methan pupsen? Naja, es ist halt eine der Methanquellen, die wir so haben. Ja, sind Reisfelder zum Beispiel, aber das sind auch die Archaeen. Permafrost sind auch die Archaeen. Also die biogene Produktion von Methan stammt von diesen Archaeen. Aber die machen noch viel mehr. Und die Archaeen waren vor den Bakterien? Das ist nicht so ganz geklärt. Zumindest ist klar, dass die Archaeen sehr, sehr, sehr alt sind und dass wir Eukaryoten wahrscheinlich aus diesen Archaeen entstanden sind. Oh, da müssen wir eigentlich sagen, Archaeen aus dem All wäre vielleicht dann sogar die realistischere Namensgebung. Entspannender, ja. Mhm. Alexa. Yes. Yes. Du hast mir ja vorhin schon gesagt, es gibt nur eine Sache, worüber du hier meinst, sprechen zu können. Wir werden feststellen, es wird wieder sehr, sehr viele Dinge geben. Aber ich habe mir das angehört, was du da gesagt hast und habe es sofort vergessen. Was hast du da nochmal gesagt? Ja, also ich habe mich mit der Frage beschäftigt oder ich habe, weil mich das Thema interessierte, nochmal nachgelesen, was es mit dieser ganzen Panspermie-Theorie auf sich hatte oder hat. Mit der was? Noch ein bisschen diskutiert in manchen Kreisen. Mit der was für eine Theorie? Ja, also Panspermie also bedeutet im Prinzip, wenn du es übersetzt, überall Samen und besagt eigentlich, ist eine relativ alte Theorie schon, also man sagt, dass die Vorläufer sogar in der Antike schon en vogue waren, obwohl sie so richtig erst Anfang des 20. Jahrhunderts formuliert wurde, besagt, dass das Leben hier auf der Erde überhaupt nicht entstehen konnte, ohne dass irgendwas von draußen auch noch eine Rolle gespielt hat. Das heißt also, es brauchte sozusagen einen Schubser, so ein bisschen Leben, was hier durch einen Meteoriteneinschlag oder was weiß ich gelandet ist. Und dann ging es so richtig los. Also die Erde wurde fremdbesamt. So, genau. Mhm. Und da gibt es also verschiedene Abstufungen. Also manche Leute sagen, okay, ganz so krass sagen wir jetzt nicht, dass das irgendwie aus anderen Sonnensystemen kommt, sondern wir sagen, dass das von einem anderen Planeten hier aus der Nachbarschaft gekommen ist. Das wäre dann die Transpermie. Also es ist nicht ganz so weit hergeholt. Aber manche Leute sagen halt, also die es so richtig hardcore-mäßig meinen, das ist von ganz, 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 ganz weit her zu uns gekommen und sonst gäbe es hier überhaupt kein Leben. Und da stellt sich natürlich gleich die Frage, die ich an unsere Experten richten könnte, verschiebt das nicht nur das Problem? Also es muss ja dann irgendwo anders entstanden sein, das Leben. Und wir wissen halt dann immer noch nicht genau, wie es dort vielleicht entstanden ist. Und außerdem, das wäre dann für Christine besonders interessant, können solche Viecher überhaupt eine Reise überstehen, die so wahnsinnig lang ist durchs Weltall? Kommen die überhaupt heil bei uns an? Warum hat der Alexander jetzt da seinen Finger gehoben? Weil der alte Panspermie? Genau, da wollte ich noch was zu sagen. Mit Spermien kenne ich mich ja aus. Also ich habe das nicht wirklich gesagt, ne? Diese Theorie entstammt, das muss man vielleicht nochmal einordnen, während Tommy sich für mich schämt, das finde ich gut, dass wenigstens einer das tut, aus einer Zeit, in der man die Urknalltheorie entweder nicht kannte oder nicht angenommen hat. Davon ausgegangen ist, dass das Universum, so wie es jetzt ist, konstant schon immer da war und sich auch nie verändert hat. Okay. Und dann wäre es umso schlimmer, das, was du angesprochen hast, Alexa, nämlich wenn es ein konstantes Universum gibt, was sich nie verändert hat und das Leben wird dann vorbeigetragen oder reist auf Meteoriten mit, schlägt dann ein und entwickelt sich. Wo kommt es denn ursprünglich her? Das war immer der größte Kritikpunkt. Ja.
Das hat sich jetzt mit der Urknalltheorie dann so ein bisschen gewandelt, weil man im Moment ja zumindest davon ausgeht, dass es einen einzelnen Ursprung von allem gibt. Aber jetzt bin ich ruhig. Ich wollte es nochmal erwähnen, dass das der Ursprung des Universums dann auch war, die Vorstellung. Der Ursprung des Universums löst noch nicht das Problem vom Ursprung des Lebens. Dazu kann ich gerne ein paar Sachen sagen, wenn das gewünscht ist, weil das Problem ist, wenn wir halt darüber nachdenken, wie Leben entstanden ist, dann denkt man halt meistens an Evolution. Ja? Das ist ja schön und gut, aber Evolution erklärt ja nur, wie aus simplen Lebewesen komplexere Lebewesen werden. Die Frage, wie das allererste Lebewesen entstanden ist, das ist eine gänzlich andere, weil die Evolution, über die wir normal sprechen, das ist halt die biologische Evolution. Aber man geht davon aus, dass der vorgelagert so eine Art chemische Evolution, also geht davon aus, man weiß, dass davor so eine Art chemische Evolution stattgefunden hat, die quasi zum ersten Lebewesen geführt hat. Man ist sich nur nicht ganz sicher, wie genau die ausgeschaut hat. Es gibt da eine Hypothese und die heißt die RNA-Welt-Hypothese. Und Christina, wenn ich was sage, wo du sagst, das ist ein Blödsinn, bitte unterbrich. Dann geht sie sofort. Einfach wortlos, steht die auf und geht. Und die RNA-Welt-Hypothese ist eine, die davon ausgeht, dass das erste Lebewesen etwas war, was vielleicht nicht viel anders war als ein Stückchen RNA. Weil RNA hat ja eigentlich, wenn wir an RNA denken, ja, dann denken wir meistens jetzt an Impfstoffe oder an Coronaviren oder ähnliches. Aber RNA kann ja viel, viel mehr. RNA hat nämlich sowohl die Fähigkeit, Erbinformation zu speichern, als auch die Fähigkeit, selbst katalytisch zu sein. Also selbst Reaktionen zu beschleunigen, besser ablaufen zu lassen. Aha. Und das wissen wir. Also zum Beispiel der einzige Grund, warum unser Körper Proteine herstellen kann, ist, weil wir in uns RNA tragen, die in der Lage ist, Proteine herzustellen. Also RNA kann wirklich wie ein Enzym wirken, wie ein Katalysator. Ribozym sagt man dann dazu. Und diese zwei Fähigkeiten kombiniert können eigentlich zu etwas führen, das schon wie eine Art Lebewesen ist. Man weiß, dass es gibt verschiedene Experimente, die man gemacht hat, bei denen man versucht hat, so eine Art frühe Atmosphäre zu simulieren. Eine Art frühe Atmosphäre, wie sie auf der Erde geherrscht haben könnte. Das erste Experiment dazu ist ganz bekannt geworden. Das war von Urey und Miller. Das war, glaube ich, in die 60er Jahre irgendwann. Ich glaube 1957, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wer außer dir und Christine kennt das hier in der Runde? Ich weiß nicht, ob es das ist. Also ich wusste, dass sie mal irgendwie versucht haben, so eine Ursuppe irgendwie aufzubauen. Aber ich weiß, okay. Okay, dann sehe ich es auch. Okay. Dann bin ich der Einzige. Nennen wir es einfach das Ursuppenexperiment. Ich sage gleich dazu, das ist ein bisschen veraltet. So würde man das heute nicht mehr wiederholen. Mhm. Aber es gibt neue, oder ich sage mal, was die gemacht haben, weil es das Erste ist. Ja? Die haben alles zusammengeschmissen in einen Glaskolben, wo sie sich gedacht haben, das war in der Uratmosphäre drin. Wasserstoff, Wasser, Methan, Ammoniak, Kohlenmonoxid. Und ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon langsam. Man ist später, letztes Jahr, draufgekommen, dass das Glas des Glaskolbens selber wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt hat. Und dann hat man Blitze durchgeschickt, weil man davon ausgegangen ist, in der Uratmosphäre, da gab es viel Energie, da gab es permanente Entladungen. Und man hat halt gesehen, dass sich darin organische Moleküle geformt haben. Aminosäuren vor allem. So ein rosa Schleim hat sie im Glaskolben geformt. Viele der Dinge, von denen man heute weiß, dass Leben darauf angewiesen ist. Und neuere Experimente mit so Ursuppen, die ein bisschen besser designt waren, fanden auch so Vorstufen von RNA-Bausteinen. Das heißt, man hat einigermaßen ein Verständnis dafür, wie vielleicht diese ursprünglichen Bestandteile von RNA und so weiter in die Welt gekommen sein könnten, aufgrund der chemischen Evolution. Und dann gab es ein Experiment, das war von einem Biochemiker, Joyce hat der geheißen, ich glaube Gerald Joyce, vor einigen Jahren. Der hat so eine Art Ursuppe aus RNA-Bausteinen gemacht, die sich zufällig aneinander gekettet haben und hat da einen evolutionären Druck drauf ausgeübt. Und dem ist es gelungen, quasi dann durch so ein Evolutionsexperiment RNA-Ketten zu erschaffen, die in der Lage waren, ihre eigene Vermehrung voranzutreiben. Also die in der Lage waren, sich selbst zu vermehren.
weil sie eben auch katalytisch wirken können. Und so, da ist man dann eigentlich schon relativ nah an der biologischen Evolution. Also da kann dann eigentlich langsam, können die Mechanismen von Mutation und Selektion greifen. Man muss sagen, das ist keine perfekte Hypothese. Ja, es ist, ich habe mal einen Artikel, das ist vor 10 Jahren rausgekommen in einem Forschungsmagazin, der hat geheißen, die RNA-Welthypothese ist die schlechteste Hypothese zur Entstehung des Lebens. In Klammer, mit Ausnahme von allen anderen. Aber das ist ja die beste Demokratie. Idee meines Wissens, die man momentan hat, wie es zum ersten Leben gekommen ist. Und jetzt erst vor einem Monat oder so ist eine Arbeit rausgekommen, die gezeigt hat, dass selbst die einzelnen RNA-Moleküle, RNA-Bausteine, an Aminosäuren gekoppelt sein können und so eigentlich eine Mixtur aus Aminosäuren und RNA, dass das eigentlich bessere Chancen hätte, das erste Leben zu formen. Alexa, aber man weiß halt, dass wenn die Bedingungen stimmen, dann kann so etwas spontan zu etwas führen, das sich selbst vermehren kann, auch wenn es noch viele Lücken gibt. Aber meines Wissens ist das momentan das beste Modell. Alexa, du hast dich vor 5 Minuten gemeldet. Ja, also, mit einer womöglich doofen Zwischenfrage. Mich würde interessieren, wie übt man experimentell evolutionären Druck aus? Das weiß ich nicht auswendig. Weiß ich nicht auswendig. Aber mich würde mal interessieren, vielleicht kann Christine da noch ein bisschen mehr zu sagen, weil ich bin davon ausgegangen, ist ganz spannend, weil ich habe das immer vielleicht auch populärwissenschaftlich und auf, weiß nicht, Arte spielt abends in der Mediathek mir dann angeschaut, wo dir das dann so als Normalsterblichen, der sich mit den Themen nicht so auskennt, als so die vielversprechendste Hypothese verkauft wird. Und da kam bei mir an, bei der NASA sitzen irgendwelche Exobiologen vor so Schnellkochtöpfen, überspitzt formuliert, die den ganzen Tag rumkochen in der Hoffnung, dass irgendwann mal endlich eine Zelle entsteht. Ich weiß nicht, Christine, kannst du das einordnen, ob das jetzt stimmt, ob daran immer noch aktiv geforscht wird? Weil das war mein Eindruck. Das klang jetzt aber bei dir ein bisschen anders, Martin. Eigentlich, glaube ich, ist das ziemlich Nischenforschung. Es wird nicht so breit aufgestellt und gemacht. Also nicht, dass ich das wüsste. Was für mich noch ein großes Thema ist, Leben ist immer Kompartimentierung. Das heißt, es gibt irgendwie Hüllen. Und das ist nicht wirklich geklärt. Ich meine, das, was du gesagt hast, Martin, alles gut und schön, aber wir brauchen ja eine Hülle. Das könnte eine Gesteinshülle sein oder eine Lipidhülle, wie das bei unseren Zellen der Fall ist. Mhm. Und das ist noch ein Level an Komplexität höher. Nicht so einfach. Bevor wir jetzt einen Level Komplexität drauf schaffen, sollten wir vielleicht erstmal ein paar wieder runternehmen, weil ich muss gestehen, ich fand das wahnsinnig kompliziert, was Martin erklärt hat, aber wahrscheinlich bin ich da mal wieder alleine und schäme mich dann nachher ein bisschen und lese irgendwas und verstehe das dann auch nicht. Aber das Glück ist, tatsächlich, dass es ja so leicht an unserem Thema vorbeiging und ich jetzt einfach so tun kann, als wäre das Problem gewesen. Was nicht stimmt. Weil wir wollten ja eigentlich reden über, zumindest erinnere ich mich, das ist schon ein bisschen länger her in meinem Hirn, über Bakterien aus dem All. Also im Moment, habe ich jetzt verstanden, bewegen wir uns noch auf der Erde oder zumindest in einer erdähnlichen Situation, wo man jetzt rausfinden wollte, wie kann unter welchen Umständen welches Leben entstehen. Aber das, was ich in meinem Hirn hatte, war so, Bakterien kommen aus dem All auf die Erde und dann ist Schicht im Schacht oder nicht. Oder wir können froh sein, dass sie auf die Erde kommen, weil deswegen gibt es ja erst Leben, das habe ich vorhin schon irgendwie aufgeschnappt. Und was mich die ganze Zeit schon umtreibt, ist diese banale Frage, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Gut oder schlecht, wenn Bakterien ständig zu uns auf die Erde fliegen würden? Ja. Was gibt es da so? Ich weiß gar nicht, was die Frage zu bedeuten hat. Ja, wieso? Ist das gut oder schlecht? Ist das ein Problem? Werden wir dann alle gewipe-outet oder ist das ganz gut? Weil vielleicht wären wir dann weniger blöd? Alles ganz hypothetisch. Es gibt ja keinen einzigen Beweis, dass es Bakterien von draußen geschafft haben auf unserem Planeten zu kommen. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Ja, vielen Dank. Also es gibt einen Forscher, ich habe den Namen vergessen, der auch der hat sehr Panspermie tendiert. Der sagt aber, es sind nicht nur Bakterien, es sind auch Viren, die aus dem All zu uns kommen. Und der sagt zum Beispiel, die Grippe-Epidemie 1918 wurde ausgelöst durch ein außerirdisches Virus. Und das halte ich für relativ großes Nischenvermutung. Moment. Ja. Vor allem, könnte ein Virus das überhaupt überleben in unsere Erdatmosphäre? Also ein Virus kann ziemlich viel überleben, wahrscheinlich mehr als ein Bakterium. Aber das Problem bei einem Virus ist ja, das ist ja im Normalfall, das braucht ja Wirtszellen, um sich fortzupflanzen.
Und das müsste also dann ja irgendwie seinen Wirt mit auf die Erde gebracht haben oder zufällig auf der Erde einen Wirt finden, der zu ihm passt. Also das, das meistens sind ja doch Bakterien ziemlich wirtsspezifisch. Also ja, vielleicht gibt es ja einen anderen Planeten, auf dem auch genau Menschen, ja, die mit unserer DNA existieren. Da gab es das Grippevirus, was dann Typen per Zufall weggeflogen ist von diesem Planeten, das Weltall überlebt hat, bei uns gelandet ist und gedacht hat, oh, guck mal, prima, hier kann ich andocken. Ja, ist eine Wissenssendung hier, ne? Ja, okay. aber vielleicht, also da möchte ich vielleicht noch hinzufügen, vielleicht, weil ich habe leider auch den Namen von diesem Wissenschaftler vergessen. Hansi. Aber unser Astronom, der Florian, der hat mal ein ganzes Segment über den gebracht und das war so lustig, weil das war ein wirklich, wirklich angesehener Wissenschaftler, der dann aber ziemlich abgedriftet ist mit seiner Viren aus dem All-Hypothese und dann sogar davon ausgegangen ist, dass unsere Nase deshalb nach unten schaut, damit nicht dauernd die Viren aus dem All reinfliegen. Das habe ich mir gemerkt, aber seinen Namen. Er hätte auch sagen können, das ist der Grund, warum wir nicht auf den Händen laufen. Was ist denn das für ein Scheiß? Was? Deswegen aber zeigt die Nase nicht nach oben? Das ist doch, damit es nicht reinregnet, das weiß doch jeder. Aber Tommy, dann hättest du das mal kommunizieren sollen, weil eigentlich wäre das Thema, was glaube ich alle hier vorbereitet haben, genau die andere Richtung. Da ist ja auch dann Christine irgendwann. Ob wir Bakterien ins All bringen. Zum Beispiel, weil das Ding ist ja, um das mal deutlich zu machen, wenn du jetzt irgendwo was finden würdest, ja, und du hast jetzt nicht aufgepasst und hast das eventuell mitgebracht, ja, dann weißt du immer noch nicht, ob es möglich ist, dass Leben irgendwo anders sich entwickelt, weil dann hast du es ja mitgebracht. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, was wir haben. Das mitgebracht heißt, nicht auf die Erde, sondern du meinst auf den Mars zum Beispiel. Wenn ich, ja, jetzt, wenn ich jetzt den Mars besiedle und ich muss mal und ich kacke da irgendwie auf den Mars und fahre dann wieder und dann kommen wir in 20 Jahren wieder dorthin und dann ist da ein Baum draus gewachsen, bin ich schuld. So ist es. Oder stell dir vor, du findest außen an der ISS, findest du irgendwas und denkst, Donnerwetter, wieso kommt denn hier irgendwas Biologisches, ja, außen dran? Ja. Und hinterher stellt einer fest, oh, wir haben das nicht sauber gemacht vorher. Dann kannst du jetzt nicht sagen... Was auch so passiert ist, ne? Das, was? Was? Dieser Blödsinn. Wie bitte? Die haben außen die ISS gewischt und dann festgestellt, dass sie DNA-Spuren von Bakterien finden, die dann leider aus den Meeren hier auf der Erde stammten. Das war ein bisschen schade. Aber zuerst als außerirdisches Leben verkauft wurden. Also noch viel schlimmer wäre es ja, wenn du irgendwo auf dem Mars tatsächlich Spuren von außerirdischem Leben feststellen würdest, um dann festzustellen, dass das gerade von irgendwelchen Schimmelpilzen oder sowas weggerafft worden ist, die du selber mitgebracht hast. Also das, oh je. Ach, dass wir das Leben auf dem Mars das auslöschen. Ja, indem wir was anderes dahin transportieren, könnte ja sein. Vielleicht bin ich aber auch dann ganz froh drum. Ich weiß ja nicht, was da so wächst, also oder was da vorher gelebt hat, was uns eigentlich umbringen wollte. Naja, also ich glaube, so zumindest beim Mars können wir, glaube ich, inzwischen davon ausgehen, dass was immer da rumläuft, nicht wahnsinnig groß ist. Und naja, also so ein Covid Ding ist auch nicht wahnsinnig groß, so ein Virus. Ja, aber es muss ja zu unserer DNA schon auch passen, damit so ein Virus eine Wirkung erzeugt. Aber bei Bakterien wäre es natürlich schon theoretisch denkbar, dass die denken, oh, das ist aber viel nahrhafter als das, was ich hier auf dem Mars sonst finde. Ist mir alles sehr unangenehm irgendwie so als Vorstellung. Also ich frage mich auch oft, wenn angenommen es gibt Leben auf einem anderen Planeten und angenommen es wird... Also bakterielles Leben, sagen wir doch hin oder weiß Gott was. Ja. Und angenommen, es würde auf Kohlenstoff basieren. Und ich glaube, man geht davon aus, dass das die Chancen gut wären, dass das so ist, weil so viel bindungsfreudige Atome gibt es nicht im Periodensystem. Zumindest nicht, die bei diesen Temperaturen gute Eigenschaften hätten. Angenommen, das basiert auf Kohlenstoff und wie wären die Chancen, dass unser Immunsystem das irgendwie erkennen kann? Weil unser Immunsystem, das hat schon viele Funktionen, die eigentlich auf relativ vorgefertigte Muster anspringen. So PAMs haben, also wir haben, es gibt halt wirklich bakterielle Strukturen, für die sind wir evolviert, dass wir sie erkennen. Aber wenn das jetzt etwas gänzlich anderes wäre, wo ich gar nicht weiß, basiert das auf Aminosäuren und Glykosylierung. Also Christine, gibt's da Leute, die sich damit beschäftigen? Also ob unser Immunsystem ist. Wie weit man davon ausgehen könnte, dass wenn Leben, ja.
Ja, man macht verrückte Moleküle und schaut dann, ob das Immunsystem noch darauf reagieren könnte. Aber ich glaube, ein bisschen ist die Gefahr nicht so groß, oder man geht nicht davon aus, dass die Gefahr groß ist, dass wir ein Problem damit hätten, sondern eher unser Ökosystem. Das heißt, wenn etwas zurückkommt, das vielleicht sich besser anpassen kann an das Ökosystem, als es unsere Bakterien, unsere Archaeen können, dann könnte es durchaus zu einem Problem führen, zu einem, keine Ahnung, Überwuchern. Wir kennen das ja mit eingeschleppten Arten. Die Ambrosia, und so diese Ambrosia-Pflanze, genau, die jetzt hier überall diese ist. Diese Wollkrabben, Wollhandkrabbe oder so etwas. Das ist schwierig und das macht das Ökosystem kaputt und das könnte durchaus zu einem großen Problem führen. Und dass es eher den Menschen betrifft, das ist, finde ich, eher unwahrscheinlich. Trotzdem werden die Vorsichtsmaßnahmen gemacht. Also man passt da schon auf. Meine Hoffnung wäre, dass wenn da Leben eingeschleppt wird, weißt du, und das vielleicht tatsächlich in seinem Aufbau sehr weit weg ist von dem, wie unsere Zellen funktionieren, dass es dann vielleicht auch sehr gut funktionieren würde, Giftstoffe zu finden, die uns gar nicht tangieren und die anderen Lebewesen aber massiv. Da bräuchte es aber wahrscheinlich, um jetzt radikal zu spekulieren, weißt du? Was? Weil das Schwierige ist immer, wie finde ich einen Giftstoff, zum Beispiel, der jetzt das Bakterium in Ruhe lässt, aber vernichtet aber mich nicht. Ja? Und im Endeffekt sind wir nicht so viel anders als Bakterien. Unsere DNA funktioniert genau gleich. Unsere Zellwand schaut im Prinzip, Zellmembran besteht im Prinzip aus den gleichen Dingen. Aber wenn das jetzt vollkommen anders wäre, dann habe ich vielleicht viele Möglichkeiten, das anzugreifen, ohne mich anzugreifen. Also sowas denkst du, du hast den Satz überlegt. Begonnen mit, ich denke sehr oft darüber nach, das. Das ist wirklich etwas, wo du oft drüber nachdenkst? Was ich oft? Was ist oft für dich? 10-mal am Tag? Was ich spannend finde, das habe ich durch den... Wie oft am Tag, Alexander, findest du das spannend? Nur so. Heute fand ich es 2-mal sehr spannend. Ich habe mir nämlich den TED-Talk von Christine angeschaut zum Thema. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, obwohl ich das eigentlich weiß, aber ich habe das erste Mal zusammengeführt. Du hast diese Fantastilliarde von Lebewesen im Mikrobiom des Planeten Erde beschrieben. Und dann auch die Tatsache, dass, wenn ich das richtig, bitte korrigiere mich, dass in unserem Körper im Grunde genommen mehr Bakterien oder Lebewesen sozusagen existieren, als jemals Menschen auf der Erde überhaupt existiert haben. Das heißt, wenn es also einen Planeten, also ich sage jetzt mal, ich vermute schon, dass es den irgendwann mal irgendwo gegeben hat oder geben wird, dafür ist das Universum ja groß genug, dann und die sind in irgendeiner Art und Weise uns ähnlich, dann müsste es ja nicht nur ein Bakterium geben, man würde Eureka schreien und würde sagen, guck mal, wir haben jetzt einen kleinen Beweis, sondern dann müsste doch wirklich auch da vermutlich, wenn es ähnlich funktioniert wie bei uns, Milliarden von solchen Lebewesen existieren. Meinst du, Klasse-M-Planeten heißen die doch bei Star Trek, oder? Genau, dann müsste der ja auch proppevoll mit irgendwelchen biologischen Dingen sein. Hab ich das richtig verstanden? Das wäre so, oder? Theoretisch ja, aber es gibt ja bei uns auf der Erde auch Stellen, die nicht voll sind mit Leben. Zum Beispiel die Atacama-Wüste oder vulkanische Quellen zum Beispiel, wenn die sehr heiß sind. Du findest auch Stellen, die natürlich nicht so bevölkert sind. Und die Frage ist, wenn wir jetzt uns über Mars überlegen, ist der Mars sowas Habitables? Also gibt es dort überhaupt Leben? Kann das Leben von viel zehren sozusagen? Und das wird ja auf der Oberfläche nicht der Fall sein. Das heißt, wir müssen diese Stellen suchen, die du beschrieben hast. Genau, um das geht's ja. Irgendwo einen Hotspot zu finden und dann das Leben leichter nachweisen zu können. Denn mit den Instrumenten, die wir da hinschicken, die haben ein Limit of Detection. Das heißt, die können gar nicht so gut wenig Biomasse finden. Und das ist natürlich das Schwierige. Und natürlich der Hintergrund, den wir selber mitbringen. Das müssen wir immer abziehen. Das müssen wir wissen, kontrollieren und ja, aufpassen. Das nennt sich Planetary Protection, Planetenschutz übrigens. Diese Disziplin. Das Planetary wird bei Protection. Allen, ja, klingt total super. Es klingt gibt auch gut, einen Planetary Protection Officer. Die Stelle war bis vor kurzem auch bei der NASA frei. Hättest du nicht bewerben können. Ja, das wäre super. Das wäre was gewesen. Aber das ist total spannend, weil die ersten Sachen, die wir ins Weltall geschickt haben, also wir haben ja die Überlegung immer schon gehabt, die waren aber noch so unsensibel, dass du die im Grunde genommen, blöd gesagt, in den Backofen schieben konntest. Und dann hast du die einfach furchtbar heiß gemacht und hast gesagt, jetzt haben wir alles abgetötet, was auf der Erde dabei sein könnte. Und dann hast du die ins All geschossen. Das Problem jetzt natürlich mit den aktuellen Sonden, die wir irgendwo hinschicken und auch gerade die Roboter, ist, dass du die gar nicht mehr in den Backofen schieben kannst und sterilisieren kannst, wie diese alten Gerätschaften. Weil es keine so großen Backofen gibt.
Nee, weil die dann ja kaputt sind. Also du kannst die Instrumente zum Teil einfach nicht auf diese Temperaturen erhitzen, wie man das früher gemacht hat, weil sie dann kaputt wären. Und das hat, auch das habe ich heute in der Vorbereitung gelernt, dazu geführt, dass wir jetzt Gebiete auf dem Mars identifiziert haben, durch die vielen Satelliten, die wir ja auch haben, die da Messungen vornehmen, wo es mit hoher Wahrscheinlichkeit Wasser, unter Umständen sogar flüssiges Wasser gibt, was ja so ein Hotspot wäre, wie ihn Christine gerade beschrieben hat. Und weil wir aber jetzt die aktuellen Mars-Rover, die da rumfahren, jetzt nicht zu 100% von allem, was wir so mitgeschickt haben, befreien konnten, dürfen die da nicht hinfahren. Weil sie sonst das Wasser kontaminieren. Weil du dann, wenn die jetzt da hinfahren und dann irgendwann hören die auf zu funktionieren, dann stehen die da rum und dann tatsächlich 150, 200 Jahre später schickt man wieder neue Gerätschaften hin, könntest du, wenn du jetzt Ursprung des Lebensforschung betreiben willst, einfach nicht mehr unterscheiden, wo kommt das jetzt her, wenn du da Leben findest? Haben wir es mitgebracht im Zweifelsfall oder hat sich was weiterentwickelt, was wir mitgebracht haben? Und deswegen Protection, dieses Planetary Protection, was für uns, aber auch für andere Planeten gilt, um das nicht zu riskieren, bleiben die da bitte schön weit weg, damit man das Risiko möglichst gering hat. Ich muss ganz kurz eingrätschen, der Chat hat wohl offensichtlich eine Art Wettbewerb veranstaltet, in welcher Minute Nazis erwähnt werden. Und ich habe tatsächlich einmal Nazis gesagt bei den Klasse-M-Planeten, weil es ja diese Star Trek-Folge Patterns of Force gab mit diesem Planeten, Klasse-M-Planeten, der voll von Nazis ist, die dann von Captain Kirk mit einer Super-8-Kamera umgestürzt werden, wie auch immer er das gemacht hat. Und jetzt diskutiert der Chat darüber, ob das gilt. Wer gewonnen hat. Out of context. Genau, weil es war out of context. Ne, es war nicht ganz out of context, aber es war halt einfach nur so gesagt als Gehirnfurz. Und jetzt hat wohl irgendwer irgendwas gewonnen. 34.000 Kanalpunkte gingen an irgendwen jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Also Herrschaften im Chat, hier wird nicht Spiele gemacht, das ist alles prüfungsrelevant. Das ist alles prüfungsrelevant, so, genau. Da wird kein Spielchen im Chat gemacht. Ja, könnt ihr euch mal bitte, also entschuldigt mal bitte, also es ist unglaublich. Genau. Auf die letzte Reihe da hinten im Chat, ich sehe das genau. Die letzte Reihe im Chat. Hier da hinten, Kaspar David Niedlich und so weiter, ne? Mal schön hier spielt die Musik. Hier vorne spielt die Musik. Hier vorne spielt die Musik, da wo der Hintern von der Lehrerin zittert, weil sie Sachen an die Tafel schreibt und man nie weiß, wie ihr Gesicht aussieht. Meine Geschichtslehrerin, ich habe es schon öfter erwähnt, ich weiß nur, wie sie von hinten aussieht und ihr Hinterteil hat sich im entgegengesetzten Bewegungsimpuls zu ihrer Schreibarbeit an der Tafel bewegt. Mehr weiß ich über diese Frau nicht. Hat aber nichts mit der Pubertät zu tun. Nein, zwar nicht diese Art Hintern. Das kann ich an der Stelle sagen. Tafelschwämme übrigens voller Leben. Oh. Ja. Die meisten haben gewettet, dass Nazis innerhalb von 5 Minuten erwähnt werden. Tja. Da muss ich euch leider enttäuschen. Das war heute, ist das jetzt verstanden worden, Herrschaften? Das ist ein sehr schöner Satz. Vielen Dank. Ja. So, Herrschaften. Das heißt also tatsächlich, ihr habt das Thema der Sendung komplett andersrum verstanden wie ich. Nur so macht es Sinn, weil alles andere wissen wir ja nicht. Ja, aber die Gefahren. Bedenkt doch die Gefahren und die Science-Fiction-Romane, The Day of the Triffids, diese ganzen Dinge. Es regnet irgendwelches Viehzeug auf uns runter und die bringen uns dann alle um. Das ist das, was ich erwartet hatte. Und stattdessen höre ich so Kram wie, wenn jetzt der Roboter da oben da verrostet. Das sind doch Dinge, die Christine erzählen kann über Raumstationen, die wir schon gebaut haben, was da mit dem Mikrobiom passiert. Wenn man, also, ja, das finde ich total spannend. Da hat sie nämlich dran rumgeforscht auch. Stimmt das eigentlich, dass die vor gar nicht allzu langer Zeit auf der ISS beim Tischabwischen irgendwelche Bakterienstämme gefunden haben, die sie vorher noch nicht festgestellt hatten. Was? Das habe ich so im Vorbeifliegen heute gelesen, dass es da irgendwie, also die kommen natürlich nicht von Outer Space, sondern von der Erde, aber es sind halt welche, die sie vorher noch nicht kannten. Ja, das wird immer ein bisschen sehr übertrieben dargestellt, aber im Prinzip können wir in jedem Teelöffel Erde Arten finden, die wir vorher nicht benannt haben und nicht kennen. Was? Und das passiert natürlich auch mit Mikroben irgendwo anders. Also das ist nichts Besonderes, aber trotzdem finde ich das sehr spannend, was in der ISS eigentlich los ist, weil die ISS ist das abgeschlossenste belebte System, das wir haben, also vom Menschen belebte System, das wir haben, weil Fenster öffnen ist ja nicht. Ne? Also das ist ja alles hermetisch. Ja, einmal.
einmal. Oder kleine Löcher und so weiter, die dann mit dem Finger verstopft werden müssen. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Und deswegen war das für uns sehr interessant. Und wir haben ein ISS-Experiment dazu gehabt. Das hat sich 10 Jahre in der Planung hingezogen. Und irgendwann haben wir es geschafft, dass ein Astronaut dann für uns die Proben dort genommen hat, indem er einfach die Oberflächen für uns gewischt hat. Das war spektakulär, denn eines dieser Vibes, dieser Wischtücher, ist dann auch davon geflogen. Er hat es dann später wieder eingefangen und dann heruntergeschickt zu uns. Das war super spannend. Und wir haben uns das Mikrobiom angeschaut. Und letztendlich ist das Mikrobiom auf der ISS eine Mischung aus Badezimmermikrobiom, Wohnzimmermikrobiom und Türklinkenmikrobiom, so etwas. Also sehr, sehr ähnlich mit dem, was wir hier unten auf der Erde haben. Nicht gefährlicher, nicht spezieller, ein bisschen mehr angepasst auf die metallischen Oberflächen. Das halten sie besser aus als unsere Mikroben hier. Aber sonst nichts Besonderes auf der ISS. Aber ja, gut, ich meine, könnte ja entfernt damit zu tun haben, dass es da oben mehr oder weniger ein Wohnzimmer ist, dass es da Badezimmer gibt und Türklinken. Ja, genau. Aber greifen nicht das Metall auch irgendwann an? Also ist das nicht das eins der Probleme, warum auch, also von der Strahlung mal abgesehen und von den Computern, die dann irgendwann kaputt gehen, aber dass auch tatsächlich die Bakterien zum Teil anfangen, das Metall anzugreifen und dass auch deshalb die Raumstation nicht ewig halten? Also bei der das Mir ist auch? Bei der Mir war das ein großes Problem. Das Problem war hier die Feuchtigkeit, also die sich niedergeschlagen hat hinter den Paneelen. Und dann gab es Biofilmbildung. Und Biofilmbildung ist was Schlechtes in den meisten Fällen. Mhm. Denn die Mikroben bilden dann Säuren und das greift die Oberflächen an. Und das war dann so weit auf der Mir, dass sogar ein Dichtungsgummi des Fensters angegriffen worden ist. Also es war wirklich etwas gefährlicher. Hier schreibt der. Mir ist eine Frage eingefallen. Oh, ja, die finde ich interessant. Clark Wayne 81 schreibt: Er habe letztens gelesen, dass Oktopusse einen DNA-Strang haben, den man nicht zuordnen könne. Kann da was dran sein, dass das DNA-Teile aus dem All sind? Finde ich das jetzt wieder. Das habe ich auch gelesen, zum Beispiel, ja. Ah! Wie geil! Kann da jemand. Ja, also ein Oktopus hat Lücken in seinem Lebenslauf sozusagen. Und wenn man ihn fragt, erzählt er nichts, der Arsch. Okay, keine konkreten Antworten dazu. Okay. Es kommt drauf, nein, aber ich wüsste doch nicht, was nicht zuordnenbar heißt, dass sich es nicht irgendwie in den Stammbaum eingliedert, gut oder wie? Ja, das kann ich natürlich. Keine Funktion. Weißt du da, Alexa, irgendwie was? Also, so wie ich das verstanden habe, hing das damit zusammen, dass der ein wesentlich stärker ausgebildetes Nervensystem hat und noch ein paar andere Eigenschaften, die seine Vorgänger, eine Spezies, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwie nicht hatten. Also, dass da quasi so eine Lücke klafft und man sich da fragt, ob da nicht noch irgendwas von draußen war. Aus dem Weltall reingeflogen ist, was die naheliegendste Hypothese ist. Natürlich. Keine Ahnung, nie davon gehört, aber die Viecher sind mir sowieso suspekt, weil einer ihrer Arme ein Penis ist und wegschwimmen kann und das ist alles sehr merkwürdig. Was? Christina, kann ich dich was fragen? Was? Was mich. Was? Nein, das ist sowas. Sowas kann auch dein Mutter in einem einfach. Wie ein Arm ist ein Penis und kann wegschwimmen. Ich glaube, es ist der Argonauten-Oktopus, aber das müsst ihr bitte nochmal dabei. Was heißt wegschwimmen? So er schwimmt weg und währenddessen stirbt das Männchen und der schwimmt dann freudig umher und sucht sich ein Weibchen. Was? Ja. Was? Das nicht die, also, wenn es Aliens geben sollte, dann hoffe ich, dass die genauso freaky drauf sind. Ich hab langsam wirklich eine Ahnung, warum du Biologie studiert hast, Martin. Ich habe langsam wirklich jetzt kriege ich eine Ahnung davon, was du eigentlich gemacht hast während deines Studiums. Ich habe geübt. Aha. Christine, ich wollte dich was fragen. Wenn man so große Angst hat, dass man den Mars kontaminiert, ja, dass da jetzt die Bakterien anfangen. Ich habe jetzt Angst vor Oktopussen, Herrgott. Ja, das solltest du auch. Mein Gott, seien wir froh, dass die nicht an Land sind. Wenn man so Angst hat, dass die Bakterien im Mars dann herumschwimmen, die wir da raufziehen, wovon sollten die Energie beziehen? Da gibt es ja nichts Organisches, was die verdrücken könnten. Die können jetzt auch nicht Photosynthese oder was. Hat man da konkrete, sagt man ja sicher ist sicher, oder hat man Überlegungen, wo man sagt, die könnten eventuell aus diesen chemischen Stoffwechselvorgängen Energie beziehen? Gibt's schon. Und da kommen jetzt die Archaeen wieder ins Spiel. Das sind welche, die mit Wasserstoff und CO2 eigentlich im Prinzip das meiste bestreiten können, was sie machen müssen. Und das gibt's in der dünnen Atmosphäre des Mars schon. Und im Prinzip sind alle Autotrophen oder alle Mikroben, die aus wenig sehr viel machen können, also aus anorganischen Substanzen, organische Substanzen machen können, Primärproduzenten sozusagen. Okay, aber das heißt, dann könnten wir jetzt schon mal irgend so einen Mars-See
kontaminieren mit Archaeen. Und dann hätten wir dort aber eigentlich schon mal ganz viel Protein und Kohlenhydrat. Und da könnten wir dann die richtigen Viecher hinschicken, dass die sich von den Archaeen ernähren, oder? Wäre doch cool. Ja, genau. Dann bist du beim Mars Terraforming, ja. Genau, Terraforming dann. Aber wir müssen erst unsere Missionen noch alle abschließen. Das ist das Problem. Deswegen gibt es auch diese Planetary Protection, einfach um sicherzustellen, dass wir noch lange forschen können. Weil wenn wir jetzt alle Bakterien mitbringen, alle Archaeen mitbringen, dann ist mit der Forschung bald zu Ende und wir werden das Leben, das vielleicht noch auf dem Mars irgendwo versteckt ist, niemals finden. Das ist übrigens auch in dem sogenannten Outer Space Treaty festgesetzt. Das heißt, alle, die ins Weltall fliegen wollen, alle Nations müssen das unterschreiben. Da steht drin, dass sie alles tun müssen, um zu verhindern, dass zukünftige Missionen verhindert werden in ihrem Scientific, in ihrer wissenschaftlichen Fragestellung. Das heißt, eine Kontamination, wenn die erfolgt, kann im Prinzip die Nation, von der die Mission geschickt worden war, kann verklagt werden auf Schadensersatz, wenn das passiert. Auch sollen der Schadensersatz aus? Jetzt zahlst du aber 5 Euro. Wie auch gell? Immer. 5 genau. Euro? Aber das auch zurück. Also wenn eine Nation Proben von irgendwo herholt und das unser Ökosystem beeinflusst, haftet sie im Prinzip. Ich habe irgendwie in meinem halb jahrhundertlangen Leichtsinn angenommen, beim Mars geht es irgendwie vorrangig darum, rauszufinden, können wir da möglichst bald hinziehen, weil wir die Erde zerstört haben, und wie kriegen wir das hin, dass man da leben kann? Und jetzt erzählst du mir eigentlich im Wesentlichen, Christine, das Gegenteil. Wir versuchen, diesen Brocken da oben so lange so jungfräulich zu halten, wie es nur irgendwie geht. Bis wir wissen, ob es dort Leben gibt, das ist die große Frage. Wir werden wahrscheinlich eh nicht ganz schützen können, denn die privaten Raumfahrtunternehmen versuchen ja ständig zum Mars zu kommen. Ja. Und die werden vielleicht auch sehr schnell sein damit. Das heißt, die Wissenschaft muss eigentlich vorher abgeschlossen sein. Wir müssen vorher genügend Proben bekommen. Aber man hat nicht festgelegt, wo man sagt, ab jetzt sagen wir, da gibt es kein Leben. Man hat nicht festgelegt, wo man sagt, das ist das Level an Evidenz, das wir brauchen, und dann können wir dort kontaminieren, was man möchte. Erst wenn sicher ist, dass es keinen Gott gibt, dann. Das Problem ist der Beweis. Nur weil du es nicht findest, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Ja. Und ganz spannend ist ja beim Mond, also wenn wir uns den Mond nochmal anschauen, da war man ja relativ lange, also erstmal war man ja sehr vorsichtig und hat gesagt, die Astronauten, die zurückkommen, Apollo 11, die sind ja in so Quarantänebehälter auch gekommen, genau, weil da ein Tammy Krapp weiß damals bei der NASA in den 60er war, gesagt, wenn die was mitbringen, dann gehen wir alle auf Flops. Also hat man die erstmal in so Quarantänebehälter rein verfrachtet, die man dann durch Amerika auch gefahren hat, damit die dann von dem Landepunkt dann irgendwie auch wieder zurückkamen zur NASA. Das hat man nach 3 Mondmissionen dann eingestellt, weil man gesagt hat, okay, die bringen keinen Spacebug mit, da scheint nichts zu sein. Und man hat dann im Rahmen dieser Planetary Protection Verträge auch gesagt, der Mond ist im Grunde genommen Kategorie 1, also entspricht sozusagen der Sonne oder dem Merkur, wo man sagt, da kann eh nichts passieren. Ah, den können wir also jetzt besiedeln, weil da ist eh nichts. Könnte man... Ja, pass auf. Und jetzt ist man jetzt aber so weit, jetzt hat man irgendwann mitbekommen, es gibt Bereiche auf dem Mond, wo es Wasser gibt. Und zwar in den ganz tiefen Kratern, wo die Sonne tatsächlich nicht drauf scheint. Da gibt es ein paar Bereiche, die immer im Schatten liegen, die sind extrem kalt. Und da gibt es so, man hat ja irgendwie so ein Metallding in so einen Krater reingeschmissen und dann ist da Zeug hochgekommen und dann hat die Sonde, die rumflog, ist da durchgeflogen, hat festgestellt, guck mal, da ist Wasser drin. Mhm. Dann haben wir gesagt, oh, da kommt Wasser raus. Und jetzt hat man den von dieser Kategorie 1 auf die Kategorie 2 gesetzt, weil dann jetzt die Aussage ist, naja, wenn da Wasser ist, dann könnte ja theoretisch in diesem gefrorenen Wasser irgendwelche Bausteine des Lebens oder sogar Bakterien sich befinden, die sich so einkapseln können, dass die nicht sterben bei so einer Kälte, sondern sind die einfach gefroren. Yeah. Deswegen hat man das hochgestuft. Und dritter Punkt, Mond, und dann bin ich wieder ruhig, klugscheißend, auch ganz spannend war Surveyor 3, Apollo 12 Mission. Da hat man dann geübt, wie genau können wir auf dem Mond landen, und ist dann in der Nähe einer unbemannten Sonde gelandet. Und das hat dann auch geklappt, da war man schwer beeindruckt, dass man so genau landen konnte, dass die Astronauten im Grunde genommen zu Fuß zu dieser Surveyor 3 Sonde hinlaufen konnten. Und die haben dann Teile dieser Sonde mitgenommen, unter anderem auch die Kamera und so, und haben das mit zurück zur Erde gebracht. Und dann hat man plötzlich festgestellt, da sind ja irgendwelche Bakterien drauf. Und dann war völlig unklar, ob die jetzt mitgebracht worden sind und aber nicht komplett kaputt gegangen sind auf dem Mond. Oder ob die sich irgendwie auf dem Mond durch Sonnenwinde abgelagert haben.
Also es war nicht so ganz geklärt. Man vermutet heute, dass das Ding nicht vernünftig sauber gemacht worden ist. Man hat es hingebracht und trotz dieser extremen Bedingungen auf dem Mond sind die nicht alle abgestorben in der Zeit, in dem das dann auf dem Mond verweilt ist. Und auch das hat dann dazu geführt, dass man sagt, oh, wir müssen, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein, weil bei solchen Befunden, wenn wir nicht aufpassen im Vorfeld, so wie Christine sagt, wenn wir nicht voll vernünftig geforscht haben, dann kriegen wir es halt nicht mehr auseinanderdividiert. Und das ist auch ganz spannend, dass das so früh im Grunde genommen schon passiert ist. Hier ist eine Frage aus dem Chat. Kaspar David Niedlich hat eine Frage gestellt, die nicht lustig klingt, sondern ernst. Aber vielleicht ist da auch ein Witz versteckt, die verstehen nur nicht. Was ist eigentlich mit den Bärtierchen, die vor einigen Jahren von einer israelischen Weltraummission auf dem Mond hinterlassen wurden? Weiß da jemand irgendwas drüber? Ist schon wieder sind, also Bärtierchen sind auf alle Fälle, also ich kenne die Mission nicht, aber die sind extrem widerstandsfähig, die Bärtierchen. Aber also war es vielleicht ein Witz? Also ich weiß nicht. Also jetzt gerade an Discovery denken, aber das ist wahrscheinlich eine andere Geschichte. Bärtierchen. Also falls es ist natürlich schwierig bei dir, Kaspar David Niedlich, weil ich immer davon ausgehe, es ist irgendein Witz und ich verstehe ihn wohl wieder nicht. Aber vielleicht war es auch eine echte Frage. Aber Bärtierchen, ja. Christine, können sich doch irgendwie quasi... Es war kein Witz. Nein, es war kein Witz. Das gab es auch, tatsächlich... Also die Sonde sollte die wohl damit hin mit zum Mond mitnehmen und irgendwie wieder zurückbringen. Und man wollte gucken, ob sie die Verhältnisse auf einer Raumreise überstehen. Und? Und die Sonde ist aber auf dem Mond abgestürzt. Insofern, ja. Sind die Bärtierchen noch da? Wow. Sind die Bärtierchen noch da, aber sie sind wahrscheinlich nicht wahnsinnig lebendig. Also Bärtierchen sind halt, ja, ich meine, die haben halt so einen Ruhezustand, wo sie praktisch keinen Stoffwechsel erwähnenswerten haben und dadurch eben auch extrem unempfindlich sind gegen alle möglichen Strahlungen und andere Sachen. Aber wenn die halt nicht wieder in eine lebensfreundliche Umgebung reinkommen, dann... Aber dann würden die wieder aufwachen, oder wie ist das? Dann würden könnte die, solange passieren. Die noch nicht völlig zerstört sind, wieder aufwachen, ja. Lass da mal so einen Sommerregen über den Mond ziehen, wenn da Wasser halt draufkommt. Ist ja wie Gremlins. Also mir ist das ganze Thema irgendwie sehr suspekt, muss ich sagen. Also ich habe mir, also abgesehen davon, dass ich es mir, wie gesagt, völlig anders vorgestellt habe, dass wir jetzt davon reden, dass wir keine Bakterien auf andere Planeten bringen dürfen. Ich habe da, mein Stand ist Star Trek 2, der Zorn des Khan. Wir wollen gucken, dass wir andere Planeten irgendwie terraformen und wenn jetzt da irgendwie natürlich Menschen drauf sind, weil das ist nicht Alpha Ceti 5, ja, dann ist das natürlich blöd. Aber solange das jetzt nicht der Fall ist, dann kann man da einfach Tabula Rasa machen, die Bakterien interessieren keinen und schau mal, jetzt können wir da wohnen. Und jetzt kriege ich irgendwie von euch sehr nachvollziehbar also gesagt, nee. Aber eins vorweg, Tommy, ich glaube, die Möglichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Erde so kaputt machen, dass es einfacher ist, auf dem Mars zu wohnen als auf der Erde, da müssten wir schon ziemlich viel... Ich habe da ganz zur Abwechslung mal großes Vertrauen in die Menschheit. Endlich mal. Da glaube ich ganz fest an uns. Na, sagen wir mal so, es würden dann wahrscheinlich nicht mehr so viele Menschen hier auf der Erde wohnen können. Ein paar würden es schaffen, aber das ist natürlich dann weder human noch ethisch noch sonst wie zu vertreten. Aber ja, das... Also das stimmt, und dass man dann lieber auf dem Mars leben will. Den Mars so, ja, also der Mars ist schon ziemlich lebensfeindlich. Also dass die Erde weniger lebensfeindlich, also noch lebensfeindlicher wird als der Mars da. Aber die ersten humanen Missionen sind nicht so weit weg. Also man denkt ja schon ein bisschen so in diesen aber in 10 Jahren sind ja jetzt auch. In zehn Jahren? Nein, jetzt. Meine große Angst ist ja, dass das Ganze. Ob es am Mars irgendwas gibt, irgendwo ganz tief drin, ich weiß nicht. Aber das Blöde ist ja, wenn es geiles Leben gibt, dann ist das so weit weg. Ja. Geiles Leben, ja, das herumrennt und das irgendwas macht und weiß ich nicht, springen kann, schauen kann oder irgend so. Also Leben, das Spaß macht. Leben, das Spaß macht. Es ist irgendwie. Ich hätte gerne Leben, das Spaß macht auf dem Mars. Es gibt ja diese Biomarker, die man in der Atmosphäre nachweisen kann. Wo man sagt, auch wenn wir jetzt nicht schauen können, am Mars können wir hinfliegen und da können wir nachschauen und weiß Gott, vielleicht finden wir irgendwann mal was. Aber wir können ja auch ganz weit wegschauen mit Teleskopen und schauen, ob wir Stoffe in der Atmosphäre finden, die uns mit großer Sicherheit sagen, dass es dort Leben geben muss.
Und die nennt man dann Biomarker. Und die kann man sich relativ gut anschauen, vor allem mit diesem James-Webb-Teleskop meines Wissens, das man jetzt raufgeschossen hat. Glaube ich, wird man das gut machen können. Mhm. Und zwar schaut man da einfach das Licht, das durch die Atmosphäre fällt. Man schaut einfach, was da aus dem Spektrum rausgenommen wird. Und dann sieht man zum Beispiel, ist in der Atmosphäre Sauerstoff. Und Sauerstoff wäre, glaube ich, eins dieser Atmosphärenmoleküle, das einen super Hinweis darauf liefert, dass da irgendein Leben stattfinden muss. Weil Sauerstoff sehr reaktiv ist, weil man, glaube ich, keine geologischen Prozesse kennt, die das in größerer Menge herstellen würden. Das heißt, vielleicht, meines Wissens ist das die Hoffnung vom James-Webb-Teleskop und den nachfolgenden Teleskopen, dass man dann schon sagen kann, und das wird dann unsere Generation vielleicht noch erleben, da, wenn wir hinschauen, da wissen wir, da lebt was drauf. Aber das aber da können wir trotzdem nicht hinfliegen. Und das ja, genau. Aber ja. Das ist doch der Punkt, Martin, der so spannend ist. Also bis vor wenigen Jahren, Jahrzehnten vielleicht, hat man gesagt, natürlich gibt es andere Planeten. Das wird so sein. Man hat aber tatsächlich das, was wir leuchten sehen, mal abgesehen von unseren eigenen Planeten des Sonnensystems, sind halt Sterne, also andere Sonnen im Grunde genommen. Und man ist da immer von ausgegangen, aber wissenschaftlich sauber hat es relativ lange gedauert, bis man dann irgendwann ein Verfahren entwickelt hat, mit dem man überhaupt erstmal extra solare Planeten nachweisen konnte. Jetzt wissen wir, gibt es jeden Tag, kommen auf der Liste neue dazu, dann gibt es die Kandidaten, die bestätigt werden. Jetzt haben wir, ich weiß es gar nicht mehr, letztens schon ein paar tausend, glaube ich, die wir entdeckt haben, von denen wir jetzt erstmal wissen, also im Grunde genommen wissen wir jetzt gerade wissenschaftlich sicher von einer begrenzten Zahl X von anderen Planeten. Und auf diese, also jetzt wissen wir, da ist einer und da könntest du jetzt mit der nächsten Phase überhaupt erstmal das James-Webb-Teleskop hinrichten, weil du weißt, da ist jetzt ja ein Planet, wo potenziell eine Atmosphäre sein könnte. Das haben wir ja alles bis vor wenigen Jahren nicht gewusst. Und insofern finde ich das schon gut, dass wir sagen, das, was wir jetzt aktuell noch nicht erforschen können, dürfen wir aber auch nicht kaputt machen. Gerade weil wir jetzt ja diesen Fortschritt in der Forschung sehen. Das wäre ja ziemlich dämlich, wenn wir uns das halt kaputt machen würden. Und also ich sag jetzt mal, beim Jupiter die Cassini-Sonde, die wir hingeschickt haben, da ist relativ sicher, dass auf dem Jupiter jetzt wahrscheinlich eher kein Leben unterwegs ist, aber einige der Monde vom Jupiter wirkten zumindest mal so vielversprechend, dass man gesagt hat, eventuell extreme Bedingungen, aber wir haben es ja schon gehört, extremophile, also es gibt ja auch Leben in sehr, sehr extremen Situationen. Vielleicht gibt es die da auch auf den Monden. Und als die Sonde eben noch zu steuern war und zu manövrieren war, hat man dann sie in den Jupiter reinfallen lassen. In den Saturn. Entschuldigung, ich rede Unsinn, natürlich der mit den Ringen. Danke, Holm. Gut, dass du dabei bist. In den Saturn hat reinfallen lassen. Ich muss ja wenigstens irgendeinen Beitrag bringen. Ja, ist ja richtig, ist ja richtig, ist ja richtig. Und zwar, indem du Alexander korrigierst. Sehr gut. Das darf auch nur Holm. Na, richtig. In den Saturn, damit es verglüht, damit man dann beim Verglühen natürlich auch das, was da eventuell noch drauf ist, nicht hat, damit gar nicht die Gefahr, also zerstört wird und dann nicht mehr existent ist, damit nicht die Gefahr besteht, dass diese Sonde auf einen der Monde fällt und dann haben wir wieder das gleiche Problem, dass wir da was mit hingebracht hätten und es wird ja noch sehr lange dauern, bis wir wirklich auf den Monden vom Saturn vernünftig landen können. Ich finde es ja auch so spannend, wenn man darüber nachdenkt, dass man auf irgendeinem Jupiter-Mond oder so oder Saturn Leben findet. Angenommen, das würde man. Und auch angenommen, das wäre total primitives, relativ unspektakuläres Leben, wenn das dort unabhängig entstanden wäre. Das wäre der Beweis. Oder sagen wir so, wenn es ähnlich wäre dem Leben auf der Erde, wenn man sieht, das hat denselben DNA-Code, ja, dieselben drei Basenformen, dieselbe Aminosäure, dann weiß man, das ist von der Erde oder die Erde ist von dort. Dann wüsste man die Panspermies richtig. Wer das hat irgendeinen gemeinsamen Ursprung, ja. Oder, genau, es hat irgendeinen gemeinsamen Ursprung. Entweder es ist von uns dorthin geflogen auf einen Komet oder zurück. Aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass das sich parallel entwickelt hat, kann doch auch sein, nein? Oder es hat sich parallel entwickelt, dann wäre aber die Wahrscheinlichkeit, dass Leben entsteht, so unfassbar hoch, dass man mit großer Sicherheit sagen kann, dass das gesamte Universum voll mit Leben ist. Und das wäre auch unfassbar interessant. Ja. Und aber das könnte man dann zumindest sehr wahrscheinlich daran erkennen, dass irgendwelche Grundmechanismen einfach in diesem Leben auf den Saturnmonden halt völlig anders sind als bei uns. Ja, das wäre cool. Genau, ja. Also dann wüsste man. Wir wissen ja sogar von der Erde, können wir sehr gut zeigen,
dass alles Leben, was wir da sehen, auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht. Das kann man molekularbiologisch gut zeigen. Einen gemeinsamen Vorfahren? Ja, der hat einen Namen sogar, der heißt Luca. Mein Name ist Luca. I live on the second floor. Da fragt man sich, wozu brauchte der einen second floor, wenn er alleine war? Das steht für The Last Universal Common Ancestor, also der letzte gemeinsame universelle Vorfahre. Weil es viele Dinge gibt, die man nicht wirklich erklären könnte, wenn das Leben, das wir heute sehen, mehrere Ursprünge hätte. Zum Beispiel, warum immer dieselben drei Basen der DNA die gleiche Aminosäure formen. Das ist sehr stabil, sobald sich das einmal etabliert hat. Aber man wüsste jetzt keinen Grund, warum das unabhängig voneinander denselben Code formen sollte. Also das ist nur einer der Gründe. Das heißt, wir wissen nicht, ob vielleicht auf der Erde mehrmals Leben entstanden ist. Nee, hier wird gerade schon werden Chips abgegeben, ob es Jopi Heesters oder Keith Richards war, ist noch nicht hundertprozentig klar. Oh, wir können demnächst bei Jopi Heesters hören, Tommy. Endlich. Nein. Nein. Da ist das Gehirn weich. Okay, also ein gemeinsamer Vorfahre. Wie hieß der Luca? Luca, der gemeinsame Vorfahre. Last Universal Common Ancestor, ja. Der Last Universal Common Ancestor. Da sollte mal jemand einen Schlager drüber schreiben. Ja. Aber ich weiß gar nicht, was ich blöder finde. Was ich gruseliger fände. Die Vorstellung, dass wir allein im Universum sind oder die Vorstellung, dass vielleicht das Universum randvoll mit Leben ist. Ich finde beides mega creepy. Ich auch. Was, Alexa, bitte? Das finde ich total interessant, dass du das creepy findest. Und dass sich jetzt meine Internetverbindung aufgehängt hat. Ja, wir hören dich. Auch mega creepy. Ein bisschen. Ich finde die Idee, dass da ganz vieles ist, super gruselig. Super, super gruselig. Und haben wir bessere Waffen. Es gibt Schätzungen dazu. Das kann man kann ja alles modellieren und sich überlegen. Und die Schätzungen sind so zwischen 10 und 10.000 Zivilisationen in unserem sichtbaren Universum. Also eher wahrscheinlich schon irgendwo noch leben. Und so 10 bis 10.000, so sind diese Schätzungen, konservativ 36. Und wenn es 36 Zivilisationen wären, dann wären sie mit einem Abstand von 17.000 Lichtjahren entfernt. Aber Zivilisation heißt intelligente Zivilisation? Weiterentwickelte. Ja, ich weiß nie, wie ich es... Ich weiß, dass es so Modellrechnungen gibt. Ich kann es ja überhaupt nicht einschätzen. Die Drag-Gleichung. Weil es gibt ja so viele Grundannahmen, die ich dabei treffen muss. Und wenn ich die treffe, dann komme ich auf solche Zahlen. Aber ich weiß überhaupt nicht, inwiefern man seriös abschätzen kann, dass selbst wenn alle Bedingungen perfekt sind für die Entstehung des Lebens, wie wir es kennen, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass es auch wirklich entsteht. Ja. Und ich meine, da gab es ja lange diese Hypothese, die ja dann, glaube ich, mittlerweile relativ verworfen wurde. Und das war diese Beobachtung, diese Annahme, dass es da dieses große Bombardement gab, oder wie hat man das genannt? The Last Rift. Das war ein Bombardement, ja. Dass die Erde bis, die ist ja circa 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wenn man jetzt die frühesten Annahmen nimmt, ist das Leben fast 4 Milliarden Jahre alt. Und bis vor 4 Milliarden Jahren hat man halt lang angenommen, ist die Erde so massiv bombardiert worden mit gewaltigen Kometen, dass die Oberfläche fast die ganze Zeit aufgeschmolzen war und dass die Chance, dass sich da Leben entwickelt, eigentlich nicht wirklich vorhanden war, weil einfach zu viel Tumult war. Ja? Mhm. Und dann war es aber so, hat man immer gesagt, dass sobald dieses große Meteoritenbombardement vorbei war, dann ist halt das erste Leben entstanden und zwar relativ direkt danach. Und so wie man uns das noch auf der Uni damals gesagt hat, dass es halt so scheint, dass in dem Moment, wo Leben die Möglichkeit hatte zu entstehen, ist es entstanden. Und das wird dann bedeuten, entweder könnte man das so interpretieren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Leben entsteht, sobald es entstehen kann, relativ hoch ist. Mhm. Oder vielleicht sogar, dass die Asteroiden vielleicht notwendiges Material mitgebracht haben, für viele Moleküle. Man findet ja auch Aminosäuren auf Asteroiden etc. Aber meines Wissens, und das habe ich nur im Ansatz mitbekommen, ja, der Florian hat mir das zum Beispiel gesagt, ist diese Hypothese eigentlich wieder weitestgehend verworfen worden. Ich weiß nicht wirklich warum, aber scheinbar war diese Grundannahme von diesem großen Bombardement
ist sehr in Zweifel gezogen worden die letzten Jahre. Mhm. Aber es wäre sehr interessant gewesen, weil es wird halt entweder zeigen, dass Leben entsteht, sobald es entstehen kann, oder es wird nahelegen, dass vielleicht sogar das Leben mit Asteroiden oder die Bausteine für Leben mit Asteroiden kommen können. Und das hätte schon irgendwo ein Indiz sein können, dass vielleicht mehr Leben gibt im Sonnensystem, als wir jetzt sehen können. Erstens, danke für den Raid, Onkel Jo. Saugeil. Zweitens, Lesenfreude schreibt, ich habe mal gehört, dass das erste Leben auf der Erde vermutlich an einem Unterwasser-Geysir entstanden sein könnte, weil da viel Druck da ist und auch viele Elemente plötzlich zusammenkommen, die für die Bildung von Prokaryoten notwendig sind. Wie schätzen das denn unsere BiologInnen ein? Geysire haben einen großen Vorteil unter Wasser, weil du nämlich einen ständigen Strom hast, kreisförmigen Strom, der zwischen warm und kalt sich abwechselt. Okay. Und etwas, wenn jetzt zum Beispiel die Frage ist, wie sich Leben vermehren könnte, dann brauchst du halt einen Zustand, der sich ändert. Jetzt ganz banal gedacht, und man glaubt nicht, dass das erste Leben DNA-Doppelstrang war, ja. Aber wenn ich zum Beispiel eine PCR mache, dann mache ich genau das, ich erhitze, ich kühle ab. Und das ist die Notwendigkeit dafür, dass ich meine Erbinformation da vermehren kann. Das wäre etwas, das zum Beispiel bei so einer Strömung rund um ein Geysir ständig stattfinden würde. Das könnte vielleicht dann auch die Aminosäuren von der RNA trennen oder es könnte die Faltung der RNA verändern, dass sie dann wieder ihre Funktion ändern kann. Ich kenne da die Details auch nicht, aber ich glaube, vieles mit dieser Geysir-Überlegung hat damit zu tun, dass es halt zwangsläufig dazu führt, dass sich zwischen warm und kalt dann immer diese Abwechslung habt, die dann auf dieses Lebewesen oder was auch immer es ist, einwirkt. Also wenn ich heiß und kalt in der Dusche habe, dann hat das ganz negative Also das ist für mich das Allerschlimmste, wenn das nicht richtig funktioniert. Da schläft mein Leben sofort ein, da gehe ich dann wieder ins Bett. Ich hasse das wie die Pest. Mein Vater hat das immer geliebt, der war der festen Überzeugung, wenn man am Schluss nochmal kalt duscht, also das wäre der absolute Wahnsinn. Ich hoffe sehr, dass der Rest des Tages schöner, wenn man dann aus der Dusche rausgeht. Böller im Sommer schreibt, mir fällt erst jetzt auf, dass Alexander und ich dasselbe Shirt anhaben. Das Gleiche ist, wahrscheinlich. Das freut mich. Ja, das freut den Alexander und du, Böller im Sommer, kannst es natürlich einfach behaupten. Wir werden nie herausfinden, ob es wirklich stimmt. Das heißt, wenn ihr alle jetzt im Chat schreibt, ich habe auch dasselbe Shirt an, glauben wir euch allen. Ja, ihr könnt es fotografieren und twittern und dann können wir uns das nach der Sendung anschauen. Können wir uns nach der Sendung, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Bitte alle, die Alexanders Shirt anhaben, bitte jetzt einen Tweet absetzen und uns markieren. Aber Martin, also, wenn du Angst vor dem Leben im Weltall hast, was mich immer eine Sache, die mich immer beschäftigt und die mir dann immer auch die Socken auszieht, ist ja die Frage der Zeit. Also das Universum ist ja so furchtbar alt und das dauert ja auch alles sehr, sehr lange. Das heißt, es kann ja auch einfach sein, dass irgendwo anders das jetzt gerade anfängt oder gerade irgendwo eine Supernova war und damit das Leben wieder vorbei ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es woanders Leben gibt, ist ja relativ hoch. Dass wir es detektieren können, ist schon sehr extrem gering, also da wird schon weniger. Und dass wir auch noch zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Bereich gucken, dieses unendlichen Apparates, und dann auch mal zufällig gerade so weit gucken könnten, dass wir überhaupt das regt mich auch immer auf. Das regt mich immer so auf bei Science-Fiction-Filmen. Da hast du Universum, weißt, das ist ja Milliarden alt. Und dann findest du irgendwelche Aliens und die sind gerade immer technologisch ein paar tausend Jahre vor oder nach uns. Alter, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Die sind entweder technologisch so weit vor uns, dass wir es vielleicht gar nicht mal als Lebewesen wahrnehmen können, oder die sind technologisch so weit unter uns, dass man halt, ja, schauen, dass man sie gar nicht als Lebewesen wahrnehmen können. Irgendwas in irgendeinem Loch, in irgendeinem Krater finden. Oder aber das Leben ist so einfach herzustellen, dass es so viele Planeten gibt um uns rum, dass es halt überall ist. Weil wir gar nicht so speziell sind, wie wir vielleicht. Wenn man weiter ist als wir, dann löscht es sich immer wieder aus. Weil genau. Aber also ein bisschen könnte man das zumindest hypothetisch und in der Science Fiction so umgehen, dass man sagt, das Ganze ist irgendwann mal zielgerichtet
passiert. Das heißt, wir haben so eine zielgerichtete Panspermie. Also irgendwer war ganz hoch die Eternals weiterentwickelt, oder genau, und hat dann irgendwann mal gesagt, so jetzt schicken wir mal unsere potenziellen Nachkommen selber ins All und dann sollen die doch gucken, wie sie sich irgendwie vermehren. Und dann hast du natürlich eine Chance, dass sich das mehr oder weniger alles parallel entwickelt. Star Trek Next Generation Folge, die dann erklärt hat, warum alle außerirdisch gleich aussehen und immer nur so kleine Latex-Applikationen. Genau. Das sind dann alles Zusatzannahmen, die man trifft, damit irgendeine Serie leichter filmbar ist, weil die Aliens alle ausschauen wie Menschen und Englisch reden. Aber in Wirklichkeit erklärt es nichts besser, was wir in der Realität sehen. Ja. Aber bei Next Generation haben sie daraus eine ganze Folge gemacht. Mhm. Eine alte Rasse, die dann erklärt, ach, deswegen haben wir alle zwei Arme und zwei Beine und einen Genau, und bei den Eternals ist es ja so, dass die Planeten im Wesentlichen eigentlich nur dafür da sind, damit man den Kram irgendwann ernten kann. Genau. Ist aber, glaube ich, das ist wirklich nicht Marvel-spezifisch, sondern das gibt es ganz, ganz oft, diese Idee. Also von Per Anhalter durch die Galaxis bis zu vielen, vielen anderen Dingen. Ich muss ganz kurz, bevor ich es vergesse, ein Konundrum hier in den Raum werfen, das tatsächlich nur sehr sporadisch bis gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber es ist etwas, was Alexander und ich dringend aufgelöst haben wollen möchten. Bitte, es dauert nur 60 Sekunden. Ich bekam etwas geschickt, ihr Lieben, und zwar Folgendes. Ich versuche es mal hochzuheben und so zu halten, dass man das sehen kann. Ich bekam zwei Speed Passion Mod Bricks Improved Children's Imagination and Practical Abilities Sets. Achso, nee, das ist nicht der Titel. Also zwei 911er heißt das Modell tatsächlich. Vielen Dank. 911er Klemmbausteine Modelle geschickt. Da war weder eine Info dabei, von wem, noch warum, noch irgendwas, sondern einfach nur diese zwei Autos. Also erstens mal danke, das ist toll, da freue ich mich ganz arg, weil wir ja Klemmbausteine mögen, uns auch immer zum Spielen treffen, der Alexander und ich, aber falls das von irgendjemandem von euch ist und wir, dann würden wir uns natürlich schon auch gerne bedanken wollen, also falls das Mysterium sich irgendwie lösen würde, wäre das total toll, damit wir Danke sagen können. Abgesehen davon, fühlt euch bitte nicht verpflichtet, uns Dinge zu schenken. Trotzdem danke. Ist immer ein bisschen schwierig. Also, ich wüsste wirklich gerne, wem wir das zu verdanken haben und würde mich freuen, falls da eine Info dazu kommt. Wir werden das natürlich bauen, der Alexander und ich. Ich würde mich freuen, wenn es autorisiert wäre, dass ich eines davon bauen dürfte. Ich schicke dem Tommy einfach mal zwei Autos, weil er keinen Führerschein hat und nichts damit anfangen kann. Damit er mit Sophia mal schön bauen kann. Und dann wäre es ja für Alexander, dich und Sophia. Das wäre natürlich aber nett, aber ich halte es für absolut... Also ja, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, denn unsere... Ich möchte ja nicht fremd bauen, weißt du? Fremd bauen. Nein. Ja, natürlich. Also, das wollte ich kurz erwähnt haben und weil wir jetzt gerade dabei sind und noch 4 Sekunden übrig sind, bitte kauft den Ferngespräch-Café, denn im Ferngespräch-Café erstens schmeckt der wahnsinnig gut, zweitens gibt es den auch gemahlen, drittens bekommen dann irgendwann mal Leute, die hier mitmachen, ein bisschen Geld für die Dienstagabende, die sie sich da immer von mir versauen lassen. Und außerdem ist Martin Moder oben nackt gezeichnet. Und die Kaffeebauern und Bauerinnen bekommen auch ein bisschen Geld. Dreimal so viel wie bei Fair Trade und deswegen darf dieser Kaffee nicht Fair Trade heißen, weil wenn man Fair Trade überbezahlt, dann verliert man das Siegel. Man muss dann weniger bezahlen, damit es Fair Trade sein darf. Genau. Also der Halbjurist, ich trinke den Kaffee gerade schon und werde es wieder tun. Wir haben jetzt auch gesagt, dass wir dass es da bald auch einen ganz normalen Filterkaffee zu bestellen gibt. Und ich freue mich wirklich sehr, vor allem, weil wir jetzt gerade unseren anderen Merch-Shop eingestellt haben, weil der eben zumindest über 50 Ecken irgendwie mit diesem Klimanding irgendwie verbandelt schien. Das heißt, wir haben jetzt überhaupt gar kein Merch mehr und kriegen da jetzt gar nichts mehr. Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist Kaffee. Also trinkt mehr Kaffee. Und zwar diesen. Gut, dann haben wir das auch gesagt und es sei noch darauf hingewiesen, dass wir noch nicht so hundertprozentig geil sagen können, ob wir es schaffen, am Donnerstag eine Alle-Bekloppt-Folge hinzukriegen, weil Sophia immer noch nicht wirklich gesund ist. Es geht bergauf nach wie vor, aber gesund und fit und vor allem wie ein Turnschuh
ist definitiv anders. Covid is a bitch, kann ich dazu nur sagen. Wirklich, schaut, dass ihr das, dass ihr vermeidet, dass ihr das bekommt. Das ist wirklich kein Spaß. Und bei mir auf dem Zettel steht noch Kanal abonnieren, sollst du, glaube ich, sagen. Steht bei ja, mir das auch. Kannst du doch jetzt mal sagen. Ist das mein Kanal oder ist das dein Kanal? Bitte abonniert den Kanal. Bitte abonniert den Kanal. Ah, danke, Holm. Oh, wenn ihr bei Amazon Prime seid, könnt ihr das auch machen, ohne dass es euch was zusätzlich kostet. Und ich wurde allerdings auch schon gefragt, wie das geht. Insofern, das kann ich dann aber nicht erklären, weil ich keine Amazon Prime habe. Aber da gab es doch irgendeine Anleitung, die ihr gebaut habt, oder? Da steht, ist Streamlabs, kommt sie gerade. Man kann das verknüpfen und dann kann man uns das Abo geben. Und wir sind, es ist tatsächlich so, Christine, du wirkst gerade so ein bisschen so Stockholm-Syndrom-mäßig. Wir sind gleich durch mit der Nummer. Wir sind gerade jetzt, wo die Abozahlen tatsächlich, also eingebrochen würde ich es nicht direkt nennen, aber wenn man bedenkt, dass wir schon mal die 2000 angekratzt haben, ist das, was jetzt hier gerade so an Abos ist, tatsächlich ein bisschen traurig. Wir haben keine richtige Erklärung dafür, außer es wurde halt ein bisschen teurer und offensichtlich durch Benzin und Co. hat man so und die Einzelhandelspreise das Gefühl, da spart man als erstes am Wald-Mike-Kanal. Ich kann es auf eine Art nachvollziehen, finde es aber echt scheiße von euch. Nein, das stimmt nicht. Ich finde es total nachvollziehbar. Und wenn ihr jetzt dieses Ding hier nicht abonnieren wollt, dann schaut euch halt ein bisschen Werbung an und könnt es umsonst gucken. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch das Ding zeitsouverän bei Hoaxilla anzuhören, wenn der Herr Waschkau vielleicht mal aus den Püschen kommt und ein paar Folgen hochlädt. Du bist gerade bei Folge 5. Es stehen jetzt noch 5 rückständig aus. Okay, mit heute glaube ich 6. Ich gelobe Besserung. Und vielen Dank für die vielen Abos, die jetzt reinkommen. Das ist wirklich tatsächlich eine große Hilfe. Danke, danke. Es wäre nämlich ganz schön doof, wenn Dan und Steffen den Laden zumachen müssten, weil dann wäre unsere Spielwiese weg. Das muss man mal ganz klar so sagen. Er sagt, wie es ist. Wenn Dan und Steffen pleite sind, dann gibt es diesen Kanal nicht mehr und die leben von diesen Abos, vegetieren da so in Irland voreinander hin. Also noch stehen sie gut im Saft, aber das ist nicht mehr lange, ihr Lieben. Vielen Dank. Da kommen gerade ganz viele Abos rein und ich kann euch sagen, wenn es einen Gott gibt, dann wäre jetzt wirklich voll auf eurer Seite. Ich glaube aber, den gibt's nicht. Sag mal, Alexa, das, was du da vorhin so gesagt hast, ist das nicht dann so ein bisschen so gottmäßig? Also von wegen, dass da irgendein Wesen oder irgendeine Entität irgendwie gesagt hat, so, und jetzt streuen wir da mal ein bisschen hier etwas und ein paar Lichtjahre weiter weg streuen wir da noch etwas und dann schauen wir mal, was dabei passiert. Oder ich weiß ganz genau, was da passiert. Ich habe das absichtlich so gemacht. Jetzt schaue ich mal, was da passiert. Die kriegen mal 3 Arme, dann schauen wir, ob es ihnen besser geht. Der Martin Moder weiß etwas darüber. Ich würde sagen, das Schräge ist ja, wenn das jetzt für uns so ein abstrakter Gedanke ist und so ein Science-Fiction-Gedanke. Ja. Ich glaube ja, wenn wir uns die nächsten paar Jahrhunderte oder Jahrtausende nicht alle umbringen, ja, dann werden wir diese Wesen sein, die das verstreuen auf dem Planeten. Mhm. Dann sind wir die Eternals. Alexa nickt. Also das ist die wahrscheinlichere Variante, als dass irgendwer uns da irgendwo hingepflanzt dass hat. Dass wir Götter sind. Das ist total cool. Wir sind viel zu blöd dazu, um Götter zu sein. Ups. Hast du die Bibel gelesen, weißt du, wie blöd Götter sein können? Ich wollte gerade sagen, woher weißt du, wie intelligent Götter sind? Ja, aber das Coole ist, dass du da halt so ein altes religiöses Motiv hast und du hast so ein bisschen dann halt den Versuch, das Ganze wissenschaftlich zu verbrämen. Und da merkt man halt auch, egal wie sehr wir uns weiterentwickeln und wie technikfreundlich und wissenschaftsfreundlich wir sind, manche von uns, die haben halt trotzdem immer noch so ein Faible für solche mystischen oder in dem Fall mythischen Geschichten und finden sowas halt total toll und faszinierend und können sich die Welt halt ohne sowas auch nicht erklären. Und bevor ich angefangen habe, eher kritisch und wissenschaftlich unterwegs zu sein, fand ich halt auch diese Ancient Aliens-Geschichten irgendwie nett und spannend und zumindest in der Vorstellung total cool. Also ich habe halt Berlitz gelesen und fand irgendwie die Vorstellung, dass da sowas ist und Däniken natürlich irgendwie, der ja nur Fragen stellt, der selber nicht stellt nur Fragen. Aber nur Fragen stellt, fand ich irgendwie spannend. Ganser auch. Ja, gut. Aber Ganser ist mehr Antisemit als Däniken, oder? Also.
Also es ist halt nicht wissenschaftlich belegt, aber ich kann manche Leute, die sowas faszinierend finden und sich sehr gut vorstellen können oder sich gerne vorstellen möchten, dass sowas real ist, schon irgendwie verstehen, aber das darf halt nicht dazu führen, dass jemand die Realität völlig leugnet und da sich irgendwie vergaloppiert. Ich habe mir bei der Gelegenheit gerade nochmal den Menschen mit den aus dem All regnenden Viren angeschaut. Das war nämlich Fred Hoyle. Ja, genau. Ein hochgradig spannender. Der mit der umgekehrten Nase? Ja, genau. Ja, also der ist seine wissenschaftliche Leistung, und da muss man klar sagen, bewegen wir uns in den 1950er Jahren, oder seine wichtigste wissenschaftliche Leistung, kann man wohl sagen, war, dass er sich überlegt hat, wie eigentlich schwere Atomkerne entstehen können. Weil, da bin ich als Kernphysiker in meinem Element, wenn man irgendwie ganz, ganz viele Teilchen zusammenschmeißt, bilden sich zwar Atomkerne, also es bilden sich natürlich Wasserstoffatome, also so ein Proton mit einem Elektron. Es bilden sich kleine Atomkerne unter Umständen. Aber wo kommen die großen Atomkerne her? Weil irgendwann steckst du, wenn du einen Atomkern sehr groß machen willst, größer als Eisen, musst du mehr Energie reinstecken, als du rauskriegst bei dem Entstehen des Kerns. Okay. Und Hoyle kam darauf, dass also Sterne über ihren Lebenszyklus hin sozusagen das leisten könnten und dass also vor allen Dingen sehr schwere Atomkerne halt in Supernova-Explosionen entstehen. Und da war er einer der ganz großen Wissenschaftler, die da viel geleistet haben. Er hat aber gleichzeitig war er der festen Überzeugung, es hätte keinen Urknall gegeben. Oh. Ohne dass, also sag mal, also er hat sich wirklich abenteuerliche Geschichten überlegt, wie man ein expandierendes Universum erklären könnte, ohne dass es einen Urknall irgendwo, also ohne dass es einen Anfang gibt, wo das alles mal zusammen war. Ja, und dann gab es andere Wissenschaftler, die haben gesagt, heul doch. Wortspielhausen. Ja, da bin ich einfach nicht gut drin. Ja. Und dann hat er gesagt, ich habe deine Nase, die mit den Viren. Ja. Und der hat gesagt... Ja, und er hat halt auch gesagt, also dass das Leben auf der Erde entstehen könnte von alleine, das wäre also ungefähr so, als wenn ein Tornado durch eine Müllhalde durchgeht und dabei zufällig eine Boeing 747 zusammenbaut. Aber ich meine, also, da hat er ja nicht ganz Unrecht. Da ist er relativ nah an der Argumentation der Kreationisten, ja. Ja, aber auch, ich meine, wenn man sich diese Uratmosphären Experimente anschaut, ja, oder diese Evolutionsexperimente wie von diesem Joyce, da ist es ja auch so, dass diese Dinge, die Voraussetzungen wären, dass das Leben entsteht, die sind halt unfassbar unwahrscheinlich, dass die durch Zufall geschehen. Aber der springende Punkt ist halt, dass auch Dinge, die unfassbar unwahrscheinlich sind, auf einer unfassbar großen Oberfläche über einen unvorstellbar langen Zeitraum dann mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann mal passieren. Und wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern wieder und wieder, bis sich das vielleicht dann mal etablieren kann. Also, die Vorstellung, eine Boeing 747 baut sich spontan zusammen aus irgendwelchen herumliegenden Teilen, die wäre nicht so absurd, wenn das für eine Million Jahre auf der gesamten Erdoberfläche passiert, weißt du? Naja, vor allen Dingen, die Frage ist ja immer, hast du dann sozusagen stabile Zwischenzustände? Ja. Weil das zerlegt ja sozusagen diesen ganzen Prozess dann. Haben wir das mit der Nase eigentlich im Vorgespräch gesagt oder hier im Stream? Nein, das haben wir hier gesagt. Das hat der Martin hier erzählt, deswegen wollte ich jetzt mal noch ein bisschen was dazu bringen. Also der Mensch war jetzt nicht vollkommen irre, aber... Gerade weil er nicht irre war. Also der war ja wirklich auf seinem Feld unfassbar gut. Und deswegen macht es einen halt auch so bedenklich, wenn Leute, die mal einen Nobelpreis abkassiert haben, danach irgendwelche komischen Überzeugungen annehmen. Und das hat man ja immer wieder mal gesehen. Und dann ist das natürlich total verlockend zu sagen, na, das ist ja so ein super Wissenschaftler, und ist er ja auch tatsächlich. Aber man kann halt trotzdem sehr weird sein. Also in vielen anderen Bereichen. Hier von uns zum Beispiel ist niemand weird. Für mich war so ein richtiger Augenöffner-Moment, als ich das erste Mal einen Astrophysiker, der dann zum Thema Urknall, was war denn vorher und wie ist es überhaupt zur Singularität gekommen, dann gesagt hat, auf diese Fragen haben wir zum derzeitigen Zeitpunkt keine Antwort. Darauf kann ich auch keine Antwort geben. Alles andere wäre Spekulation. Wir können aber sehr viel bis zu dem Moment hin bereits sagen. Mhm. Und der war damit zufrieden. Ich war damit höchst unzufrieden, habe dann aber gelernt, dass seriöse Wissenschaft über die Jahre dann natürlich genau das sagen muss,
Und dass das ja auch seriöse Wissenschaft von anderen Wissen oder Parawissenschaften unterscheidet. Natürlich haben wir auch in der Physik inzwischen Menschen, die sagen, naja, vielleicht leben wir im Inneren eines schwarzen Loches und Multiversen und was es alles so gibt. Aber das sind ja alles Spekulationen bisher, wo man Berechnungen anstellt, die vielleicht sogar stimmen, aber die man ja nicht durch Experimente nachweisen kann. Mich würde jetzt nochmal von euch beiden BiologInnen interessieren, kam ja schon gerade. Also Christine hat gesagt, naja, die im Schnellkochtopf Leben kochen wollen, das ist eher so eine Randerscheinung. Ist euch das, also seid ihr auch so, dass ihr sagt, naja, wir machen Biologie, wir beschäftigen uns mit Leben oder Prozessen des Lebens, aber wo es herkommt, wissen wir halt gerade nicht und das ist auch okay für euch? Oder fuchst euch das schon, dass wir das nicht wissen? Christine, fuchst dich das? Das fuchst mich schon. Also, aber ich weiß nicht, ob ich das lösen könnte. Das ist ja sehr, sehr schwierig, ne? An so ein Thema ranzugehen. Im Allgemeinen stelle ich fest, dass die Wissenschaft in dem Bereich hier extrem sich selber kontrolliert. Also sie ist auch sehr, sehr, sehr kritisch in dem Bereich. Also das sehe ich sonst selten. Zum Beispiel, wenn es um die Entdeckung eines Alien-Lebens irgendwo in einem Meteoriten und so weiter geht oder wenn die NASA ein Arsen-basiertes Leben verkündet, dann ist sofort innerhalb von wenigen Stunden klar, dass das nicht so sein kann. Und da werden die Lücken sofort aufgedeckt. Also da ist schon sehr, sehr kritische Stimmung da. Magst du das mit dem Arsen vielleicht kurz ausführen? Weil das ist so eine interessante Anekdote. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, muss ziemlich lange schon her, 10 Jahre länger vielleicht. Ich weiß es nicht, hat die NASA ein sehr medienwirksam eine Pressekonferenz angekündigt. Und üblicherweise ist das dann auch sehr, sehr spannend, wenn da was verkündet wird. In dem Fall haben sie verkündet, dass ein Bakterium gefunden worden ist, das den Phosphor in der DNA ersetzen kann durch Arsen. Und das ist natürlich relativ spektakulär, weil wir davon ausgehen, dass es bestimmte Elemente gibt, die jedes Leben, das wir so kennen, haben muss. Und Phosphor ist eins davon. Und offensichtlich war es diesem Bakterium irgendwie gelungen, das durch Arsen zu ersetzen. Aber schon bei dem ersten Blick auf die Publikation war dann eigentlich klar, dass Kontaminationen passiert sind, dass Hintergrund noch vorhanden ist, also dass es eigentlich nicht sein kann, weil auch die DNA basierend auf Arsen überhaupt nicht stabil wäre. Also das war sehr, sehr, sehr schnell klar. Ist, glaube ich, in Science sogar erschienen. Also es war ein Rieseneklat, der aber innerhalb von Stunden völlig klar war, was da eigentlich passiert worden war. Also das war so ein klassisches Beispiel. 2010. 2010 war das und das ging wirklich durch alle Medien. Da habe ich auch selber vom Rechner gesessen damals und habe mir die Medienoutlets angeguckt und habe gesagt, das ist ja cool. Also komplett anderes Leben. Ja. Also brauchen wir doch keinen Kohlenstoff, das kann alles. Und dann war es halt relativ schnell auch wieder vorbei. Oder genauso wie mit den Lebensformen in Meteoriten und so weiter. Da war auch die Zweifel waren irrsinnig schnell da. Und es war klar, dass das nicht ausreicht als Beweis. Und da wird die Forschung, glaube ich, irrsinnig schnell, irrsinnig vorsichtig, wenn sie solche Traumata durchlebt. Ja. Das ist, glaube ich, ähnlich gewesen wie bei die CERN-Leute, die gesagt haben, ich glaube, wir haben da was gefunden, das ist schneller als das Licht. Ja. Aber dann war es ein Stecker, ein Glasfaserkabel, das nicht gescheit eingesteckt war. Alter, Holm macht ein Holmgesicht. Naja gut, da war ja von vornherein die Maßgabe, dass eigentlich klar war, dass das kein reales Ergebnis sein muss. Genau, aber das sind sie irrsinnig vorsichtig geworden. Ja. Also da haben sie nicht gesagt, oh mein Gott, ich glaube, wir haben da gerade die Physik revolutioniert, sondern sie haben gesagt, das schaut aus, als hätte man da gerade die Physik revolutioniert, das ist sicher ein Schaß. So haben sie das gesagt, in der Schweiz. Naja, so haben sie lasst bitte auf unsere Liste setzen, wie ist das Leben entstanden oder wie entsteht Leben? Oder wie ist das Leben auf der Erde entstanden oder vielleicht irgendwie was zusammen mit Urknall und allen Theorien, die da irgendwie mit hineinspielen. Tommy, aber das wird dann wieder eine kurze Sendung, weil dann alle sagen, wissen wir nicht. Ja, dann haben wir alle. Aber wir können doch mal alle Theorien durchsprechen oder gibt es da nur eine? Ich glaube, die meisten, also zur Entstehung des Lebens gibt es nicht so viel. Ich glaube, da haben wir das meiste schon gesagt, wenn auch relativ knapp. Ich glaube, was wir auch noch ausgespart haben, ist eigentlich, was ist Leben? Können wir das überhaupt definieren so richtig? Das wäre mal eine Ferngesprächfolge. Radikal. Was ist Leben? Lass uns so eindeutig ist es nämlich nicht. Kann man Leben Feuer, erkennen? Feuer. Also je nachdem, welche Definition man anwendet. Feuer Leben aber vieles, sein. Vieles würde auf Feuer auch zutreffen. Feuer hat einen Stoffwechsel, Feuer kann sich fortpflanzen, etc. Oder so ein Mars-Rover, der bewegt sich, der macht auch Wärme. Der ist auch irgendwie niedlich.
Ich glaube, Niedlichkeit. Und macht Selfies. Ich glaube, Niedlichkeit und Selfies sollte eigentlich Leben definieren. In dem Moment, wo etwas niedlich ist und Selfies von sich selbst machen kann. Und einen Twitter-Account hat. Ich find nicht uninteressant ist auch die Frage, angenommen, das Universum wäre voll Leben. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal über das Fermi-Paradoxon und habt ihr darüber schon mal geredet bei den Ferngesprächen? Haben wir das schon mal gehabt? Ich glaube, da haben wir schon mal. Ich glaube, haben wir mal über Aliens gesprochen, Holm? Ich glaube, Fermi-Paradoxon haben wir doch schon, glaube ich, mal. Das kam schon mal. Ich weiß aber jetzt nicht. Lasst uns mal, wir könnten tatsächlich mal direkt. Wir haben noch nicht über Aliens gesprochen, tatsächlich. Einfach Aliens. Das haben wir noch nicht gemacht. Weil die Frage, wie sie mit uns Kontakt aufnehmen. Zum Beispiel. Ich bin nicht der Einzige, der den Film mit Jodie Foster so toll fand. Wie ist der Contact? Gleich? Ja. Das Buch war ja von Carl Sagan, das konnte ja nur gut sein. Ich fand den sowas von geil, den Film. Okay. Unfucking fassbar großartig. So kann ich mir vorstellen, dass sowas ablaufen könnte. Fand ich wirklich sehr, sehr großartig. Aber ja, wer weiß. Wenn die Aliens wissen, dass unsere Physik Aschars ist, um mal den Herrn Moda zu zitieren, weil nur dann funktioniert das ja mit diesem Antrieb. Ich hätte es runterzählen können, dass der Erste sagt, das Buch ist der Hammer, der Film ist eine halbe Themaverfehlung. Ich kenne das Buch nicht, ich fand den Film gut. Lies das Buch mal. Ja, ich. Nein, lest das Buch nie, weil sonst könntest du den Film nicht genießen. Das ist so nervig. Schaut euch einfach die Filme an. Ja, aber das Buch ist schon auch von. Ist halt, da hat Carl Sagan halt mitgeschrieben. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass das. Vielleicht ist das Buch. Würde mir das Buch noch besser gefallen, das ist total okay. Aber man kann beides sehr, sehr gut finden. Ich finde beides sehr, sehr gut. Es gibt halt diese Überlegung, angenommen, es gäbe intelligente Zivilisationen, die über lange Zeit bestehen können. Und jetzt wirklich lange Zeit, ja, also die technologisch nicht 100 Jahre vor uns sind, sondern ein paar Millionen Jahre, vielleicht sogar Milliarden Jahre, die hätten ja längst die Fähigkeit erlangt, dass ihr Sonnensystem, das ganze halbe Universum, weiß Gott was, was auch immer sie erreichen können, zu besiedeln. Warum sieht man das nicht? Warum ist nicht alles, was wir beobachten, voller intelligenten Leben? Und da gibt es halt verschiedene Lösungsansätze dazu. Und eine ist halt diese Great Filter-Überlegung, dass man sagt, das, was dazu führt, dass eine Zivilisation so intelligent und fortschrittlich wird, dass sie das Sonnensystem oder mehr oder darüber hinaus besiedeln könnte, da muss es irgendwelche Barrieren geben, die das verhindern. Der große Filter war es. In dem Video, was ich gesehen habe, von kurz gesagt, ein großer Filter war es. Na schau. Und die Überlegungen, da brauche ich ja gar nichts sagen, schaut euch das kurz gesagt an. Nein, erzähl bitte weiter, ich bin so glücklich. Überlegungen sind, vielleicht gibt es an irgendwelchen Stellen in der Entwicklung, die dazu führt, dass eine Zivilisation das leisten kann. Vielleicht gibt es da irgendwelche Hürden, die gewaltig sind, die wir bisher vielleicht genommen haben, wo wir aber nicht wissen, ob das nicht extrem unwahrscheinlich ist oder ob diese Hürden noch vor uns liegen und wir sie auch nicht nehmen werden. Und das könnte, wenn das ganz zu Beginn ist, könnte das eine Hürde sein, die damit beginnt, dass es vielleicht extrem unwahrscheinlich ist, dass auf Planeten wirklich alle Voraussetzungen vorhanden sind, dass Leben entstehen kann. Wir wissen gar nicht, wie viel von den Voraussetzungen wir momentan verstehen. Oder dass es vielleicht extrem unwahrscheinlich ist, dass sich aus einzelligen Leben irgendwann Mehrzelliges entwickelt. Wir wissen, bei uns ist das mal passiert, aber wir haben keine Ahnung, ist das wahrscheinlich, ist das unwahrscheinlich. Wir wissen nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass Leben auch wirklich Intelligenz entwickelt. Wir sehen es zwar bei uns, aber vielleicht ist das eine totale Randerscheinung. Or do we? Und wir wissen auch gar nicht, und das finde ich besonders spannend, wir wissen auch gar nicht, ob es vielleicht Wissen gibt, dass sobald wir weit genug sind, dieses Wissen zu erlangen, das zwangsläufig das Ende der Zivilisation bedeutet. Das wäre zum Beispiel ein Wissen, das es dem Individuum ermöglicht, so mächtig zu sein, dass es eine ganze Stadt ausradieren kann, ohne irgendeinen großen Aufwand. Angenommen, es hätte sich herausgestellt, wir könnten das Atomspalten nicht mit Plutonium und gewaltigen Anlagen, sondern mit einem Glas Wasser, einer Mikrowelle und ein bisschen Sand, dann wäre dieses Wissen das Ende der Zivilisation. Wir wissen nicht, ob es solche Arten von Wissen gibt. Ja, irgendjemand würde es machen. Ja, definitiv. Permanent würde es irgendjemand irgendwo machen. Und wir wären alle weg. Ja, da gibt es ein ganzes Paper dazu, das heißt The Vulnerable World Hypothesis von Nick Bostrom. Der arbeitet an existenziellem Risiko und der hat da ein schönes Gedankenexperiment, wo er sagt, wir wissen nicht, vielleicht stoßen wir mal auf ein Wissen, das automatisch das Ende der Zivilisation bedeutet. Nein. Und wir wissen nicht, wie wir wissen, dass wir erlangt haben, wieder loswerden. Aber
Aber das wäre sozusagen ja interne Gründe, warum eine Zivilisation sich auslöscht. Wir haben ja auch externe Gefahren. Können wir mal kurz bei den internen bleiben, weil ich merke, dass in Alexas Kopf macht es gerade. Das finde ich jetzt wahnsinnig spannend und ich glaube, heute Nacht schlafe ich nicht gut. Ich muss jetzt die ganze Zeit an Mikrowellen und Gläser Wasser. Ich muss dran denken, dass vielleicht in der Nachbarschaft irgendwo jemand ist, der sagt, warte mal, wenn ich den Zusammenschütte, was ist da los? Macht Puff und alle Kühe. Wenn es heute Nacht hell wird. In der Nachbarschaft weiß Bescheid. Naja, aber wir haben ja auf der Erde, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, 3 oder 4 Massensterben, die wir potenziell nachweisen können. Also wo im Grunde genommen fast die gesamte Population an Lebewesen ausgerottet worden ist. Also wir kennen ja alle die Dinosaurier, die ja nicht mehr da sind. Aber davor hat es auch... Wir wissen das, ja. Überbleibsel. Nicht persönlich, denen, ja. Gut. Auch davor soll es ja mehrere solcher Ereignisse gegeben haben und das kann Holm vielleicht erklären, so ein Gammastrahl von einer Supernova, der die Erde ungünstig trifft, wenn wir da halt drinstehen, dann ist halt vorbei mit der Zivilisation relativ zügig. Also auch diese Gefahren gibt es. Oder natürlich Asteroiden oder Meteoriten. Wollen wir wirklich eine Sendung machen über Apokalypse-Optionen? Ich glaube, vielleicht wollen Alexa und ich da gar nicht dabei sein. Das Leben selbst hat sich auch fast ausradiert. Ja. Vor 2,5 Milliarden Jahren gab es die große Sauerstoffkatastrophe, weil ein paar so depperte Cyanobakterien-Vorgänger sie gedacht haben, wir machen jetzt Photosynthese auf eine Weise auf die Sauerstoff frei wird. Aber den Sauerstoff hat keiner wollen. Ja, niemand hat die anderen gefragt, ob die den überhaupt haben wollen. Der war giftig für diese anaeroben Einzeller und da glaubt man, dass ein Großteil des Lebens einfach krepiert ist, weil die mit dem Sauerstoff bzw. mit den radikalen Sauerstoffverbindungen, die frei werden, wenn ich Stoffwechsel wechsle. Wie du dich wieder freust. Sauerstoff. Ja, naja, weil wir es überlebt haben. Der Luca hat es überlebt, der Luca. Ja, weil der auf dem Second Floor wohnt, da war nicht so viel Sauerstoff. War so ein bisschen dünner Sauerstoff. Ja. Das Gute ist, wir haben einen Weg gefunden, damit umzugehen. Ja, wir haben Katalase entwickelt, ein Enzym, das diese problematischen Sauerstoffverbindungen wieder umwandelt. Ist das dieser italienische Pudding? Und wir können wegen diesen Enzymen heute Alkohol verstoffwechseln. Das heißt, auch wenn es das Leben in der Vergangenheit fast ausgelöscht hätte, hat es sich trotzdem gelohnt, weil wir deshalb heute saufen können. Das heißt, manchmal muss man was riskieren auch. Für den Holm nicht. Der Holm trinkt ja nichts. Da hat der Holm gar nichts davon. Von dem Massensterben. Aber dass mich nicht einfach jemand mit Alkohol um die Ecke bringen kann, ist ja auch ganz nett. Also, immerhin, das stimmt. Außer man löst dich darin auf, aber da sei Gott vor, den gibt's ja gar nicht. Aber also ich finde so diese Geschichte mit den Aussterbeereignissen, die werden immer so ein bisschen als so singulär hingestellt. Aber tatsächlich, wenn man sich das, gibt eine ganz schöne Grafik dazu, wo man guckt, in welcher erdgeschichtlichen Zeit sind wie viele Prozent der Arten wieder verschwunden, dann gibt es da so Spitzen drin. Aber das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie alles flach wäre und dann sind so bumm, 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 sondern das ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie, dass Arten auftauchen und wieder gehen und wieder auftauchen und wieder gehen und das ist war halt klar, also am Ende der Dinosaurierzeit war natürlich Kreide-Paläogengrenze, war natürlich so ein Ereignis, was uns jetzt sehr präsent ist, aber grundsätzlich ist das nicht so singulär, wie man das jetzt meint. Wir sterben langsam. Stirb langsam. Wie der Bruce Willis. Es stirbt immer irgendwas, sagen wir es mal so. Irgendwas stirbt immer. Das ist ein sehr deprimierender Schluss für dieses Gespräch. Bis jetzt ist aber auch immer mehr dazugekommen, als gestorben ist. Also zumindest nach Ach, das ist doch wieder. Zum Beispiel ganz schön. Es ist doch immer mehr dazugekommen, als gestorben ist. Das muss man doch auch mal sehen. Ich meine, vielleicht ist das der positive Aspekt. Wurscht, wie sehr wir uns anstrengen. Ja, wir können das intelligente Leben auf der Erde ausradieren, aber sterilisieren können wir die Erde nicht. Also ich glaube nicht, dass irgendwas gibt, das wir aufführen können, das dazu führt, dass das Leben auf der Erde verschwindet. Wie Alexa schon, nämlich? Ja, ich habe neulich ein sehr interessantes Video gesehen. Doch, ich kann das jetzt alles toppen und danach ist nämlich wirklich Feierabend hier in dieser Sendung. Mit meinem Schatz zusammen habe ich dieses Video gesehen, das wirklich einfach mal guckt, wie sieht denn die restliche Lebenszeit unseres Universums aus? Also nicht der Erde, nicht des Sonnensystems, nicht unserer Galaxie, sondern das war ganz schön deprimierend. Das war sehr, sehr deprimierend, weil es nämlich, also natürlich sind wir
irgendwann mal weg und dann kommt irgendwie in vielen, 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 vielen Jahren eine Zeit der schwarzen Löcher, dann gibt es nur noch schwarze Löcher und dann irgendwann gibt es einen Punkt, wo alle Materie einfach futsch ist. Dann ist das große Nichts da und das Nichts ist für immer da. Und wenn wir Wieso Glück für haben, immer? Wenn wir Glück haben, gibt es irgendwo ein Paralleluniversum, aber... Aber wieso? Sonst doch dann egal, ob es ein Paralleluniversum gibt. Da bin ich schon längst im Himmel, Alexa. Mir ist das wurscht. Okay. Ja, wenn, Fredel meint ja das, was wir machen können. Also, der Fredel Fesel hat gesagt, wenn die Welt untergeht am 4. Mai, das ist mir wurscht, weil da bin ich im Urlaub. Finde ich super. Ja. Gut, jetzt ist der 4. Mai schon vorbei. Ich habe da drauf gedrückt, als Alexa das gesagt hat und bekam einen Flashback aus unserer letzten Folge. Ich habe Bilche im Garten. Ist das eine Krankheit? Nein, Bilche. Also, du selber hast doch, du warst Nein, doch. Das war Holm. Der Holm hat gesagt, dass der Wahrsagercheck Bilche im Garten hat. Ja. Christine, weißt du, was ein Bilch ist? Ich habe euch zugehört, ja. Achso. Hättest du es gewusst, wenn du nicht zugehört hättest? Nein. Ah, so ein schlauer Mensch und sie weiß es nicht. Ich wusste es auch nicht. Bilche, ich halte dieses Wort nach wie vor für eine absolute Erfindung. Ich glaube, das ist eine Verschwörung. Bilche. Nein. Ach, komm, Bilche. Und Christine ist ja eine Expertin für kleinere Lebewesen. Ja. Die Bilche sind viel zu groß. Die habe ich ja nicht bei mir im Darm, idealerweise. Nein. Oh nein, Alexander. Idealerweise. Es, ja, das, es siehst du, dann haben wir doch hier ein Schlusswort gefunden. Leute aus Notaufnahmen wissen seltsame Dinge zu berichten. Ja, über Bilche im Arsch. Ich sehe eine Urban Legend kommen. Ich sehe eine Urban Legend kommen und ich hoffe, sie hat keine Illustrationen. Schuld ist der Wahrsagercheck, der hat damit angefangen. Der hat mit den Bilchen im... Was? Christine, gibt es von dir Dinge, die man sich anschauen sollte, die man lesen sollte, wo man mal hinklicken sollte, gefälligst, was du hier an dieser Stelle jetzt dringend einmal mitteilen können, mögen können? Ja, es gibt zu viel, das ist jetzt schwierig. Also, was ist denn das Geilste im Sinne von Spaßigste? Spaßig finde ich zum Beispiel, jetzt wird es ganz schräg, es gibt ein Komitee, ein International Committee Against Mars Sample Return. Das ist aber eher spaßig zu sehen. Also das sind Leute, die haben einfach furchtbar Angst, dass irgendwas vom Mars zurückkommt und das möglichst verhindern wollen. Da tritt Tommy nachher ein. Etwas Spannendes. Aber zum Beispiel auch spannend finde ich das SETI-Institut NASA, von der NASA. Das ist ein Institut, das einfach nur nach Signaturen von Extraterrestrial Intelligence sucht. Also nach ist das das, wo man seinen Computer donaten kann, damit die da nachts irgendwie meine CPU verwenden, um rumzusuchen? SETI at home, ja. SETI at home. Das ist sicher nämlich Bitcoin meinen damit. Wobei, die werden doch jetzt aber nicht mehr offiziell von der NASA finanziert, oder? Also ich glaub, das kann sein. Aber trotzdem, spenden. Das finde ich sehr spannend, dass es so ein Institut gibt und das seit Jahrzehnten nach außerirdischem Leben sucht. Und das aber Alien-Radio, ja. Das ist total lieb, dass du solche Dinge sagst, aber weißt du, was ich eigentlich meinte? Dinge von nein, nichts seriös. Es ist mir völlig wurscht, ob das seriös ist. Kann ich gar nicht beurteilen. Dinge von dir. Hast du ein Buch geschrieben? Hast du ein schönes Video irgendwo, was man anschauen können? Es gibt einen TEDx-Talk, den man sich anhören kann. Ein TEDx-Talk gibt es von dir. Wie heißt der? Wie finden wir den? TEDx und dann mein Name. Hätte man drauf kommen können. Das ist relativ einfach. Wann kommt dein erstes Buch raus? Oh, Bücher schreiben, das ist so mühsam. Also hilf mir, dann schreiben wir eins. Ja gut, also ich meine... Da verweisen wir dich an den Bernd Harder. oder du möchtest ein Buch, das nur aus zwei Buchstaben besteht, das habe ich ganz schnell. Super, fertig. Okay, gut. Da dieses Thema tatsächlich dein Vorschlag war, was wäre denn der nächste Vorschlag? Also, gesetzt den Fall, du willst mal wiederkommen, was du als nächstes gerne mit uns so besprechen würdest, dass es danach bei Bilchen im Arsch endet. Oh Gott. Oder also, ich würde gerne wieder mit dabei sein, aber vielleicht können wir uns mal unterhalten, vielleicht über Wissenschaft, wie Wissenschaft funktioniert und mal in die Details schauen. Hanna und so weiter. Hanna? Wer ist Hanna? Heißt das nicht so? Hanna? Jetzt blamier ich mich gerade. Nein, es geht Hanna darum, Montana? Wie die
wie die Wissenschaft an sich funktioniert und wie schlecht es eigentlich um die WissenschaftlerInnen steht, die relativ jung in der Karriere sind. Akademiker-Batterie. Genau. Der Grund, warum der Martin jetzt oben ohne Bilder postet, anstatt weiter Professor zu werden. Das ist okay, sehr wie ich übrigens sehr viele Follower verloren habe im Laufe der letzten Monate. weil die alle neidisch sind. Wie nennen wir dieses Thema? Weiß ich nicht. Es war jetzt nur so ein Gedanke. Ja, super, ein schönes Thema. Ja, ist ein schönes Thema. Wissenschaft. Am Abgrund. Am Abgrund, ja. Vielleicht. Im Arsch. Die Wissenschaft im Arsch. Klammer auf. Bilche. Keine so. Bilchen. Ja. Lieber Wissenschaft im Arsch jetzt als Bilchen. So in unsere bitte schreib das so rein. Wissenschafts. Oh, hier haben wir es. Leuban Tofu schreibt: Wissenschaftsprekariat. Mhm. Ja. Genau, genau. Ich bin Professor. Wo möchten Sie hin? Das ist der Taxifahrer, weißt du? Ja, genau. Ja, hatten Sie die Pizza Quattro Stationi bestellt? Ja, aber da muss er erstmal zum Professor hinkommen. Der Weg ist ja inzwischen. Ach so. Darum geht's. Ach so, du meinst eher, brauchen Sie einen Weihnachtsmann? Ich bin Student. Ich bin Postdoc so oder sowas. Ist noch das viel ist schöner. Der Punkt. Ja, ja, das ist so. Ist zwischen dem Studenten und dem Professor. Da steht gerade, dazu würde auch Nicolas Wörl passen. Wieso leidet der auch zu dem Thema? Ja, der kann da ganz viel dazu erzählen. Der wäre ein guter Partner. Spannend. Das sollten wir machen. Ja, Wahrsagercheck schreibt, ich war einmal nicht da und schon ging es um Bilche. Wir hatten letzte Woche Hochzeitstag. Was? Ja. Mit den Bilchen. Was? Wahrsagercheck, du hast keine deswegen Ahnung. Hat er es letzte Woche nicht mitbekommen. Weil seine Bilche Hochzeitstag hatten im Garten. Wahrsagercheck, das Problem ist, dass wir die Bilche gerade in einem Kontext hatten, von dem du nichts ahnen konntest. Und das im Zusammenhang mit Hochzeitstag ist so falsch. Oh Mann. Ein bisschen tolerant muss man das schon sein. Ja, aber ob der Bilch da auch was davon mitbekommen hat von dem Hochzeitstag. Wir wollen dich falsch verstehen, Holm. Du musst das nicht erklären. Wir wollen dich gerade falsch verstehen. Das ist mir schon klar. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, bevor wir wieder Richtung Bilche abgedriftet sind, Sabine Hornung über die problematische Situation von jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, glaube ich, auch eine Menge zu erzählen hat. Das stimmt, ja. Das stimmt. Die Bilche im Kopf werde ich nie wieder los. Das ist in der Archäologie nämlich auch ein Thema. Definitiv, ja. Jetzt sind die Bilche schon im Kopf. Da waren sie mir anderweitig lieber. Okay, also jetzt geht hier, also es ist erstaunlich, wie viel unfassbar schlechte Wortspiele man mit Bilche machen kann. Lady Bilchray finde ich nicht so schlecht tatsächlich, danke. Obwohl Brain-Bilche. Na, also ich glaube, jetzt verlieren sie uns. Wir sollten ganz ein Bilcheinschuss, Leute, echt jetzt. Lass uns. Wir sollten im Vorfeld der nächsten Sendung mit dir mal besprechen, worum es eigentlich geht in der Sendung. Ich dachte, ich hätte das verstanden. Ich dachte, das geht jetzt irgendwie darum, dass hier Sachen auf der Erde wachsen und die bringen uns alle um. Und dann kommt ihr mit irgendwie, ja, wir dürfen ja nichts auf die Mars, weil das stimmt, der geht ja Mars kaputt. Australien. Australien ist alles voll. Australien. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Der Kontinent will uns tot haben. Da können wir auch eine Sendung darüber machen. Warum will uns ein Kontinent tot haben? Das ist schön ausgedrückt. Der Kontinent, der mich tot haben will. Der Sat.1-Film. Okay, also ihr müsst nachher vielleicht mal in den Chat reinlesen, weil das ist wirklich furchtbar, was da jetzt an Wortspielen kommt. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ich lese jetzt keinen einzigen mehr vor, weil die sind alle wirklich unterirdisch. Aber wenn man sie so, ist wie bei Fips Asmussen, weißt du, wenn du so ein Live-Programm von Fips Asmussen anschaust. Ich habe den mal 3 Stunden live gesehen. Eben, nach 90 Minuten sagen die Der hat dich weich. Dann genau. Ist es vorbei. Bilch Bo und seine Bande. Leute, es ist wirklich nicht aufzuhalten. Einbilchung ist auch eine Bilchung. Die Bilcheberger Konferenz. Nein, das ist alles nicht lustig. Wir müssen hier raus. Vielen Dank. Danke, Christine. Das mit dem Bilchen tut mir total leid. Ich hatte es zu keiner Sekunde unter Kontrolle. Ich habe wieder sehr viel gelernt und diesmal nur die Hälfte wieder vergessen. Und empfehle das Video von Kurz gesagt zum großen Filter, das ich sehr deprimierend fand. Und empfehle es deswegen eigentlich irgendwie auch wieder nicht. Alexa, auf gar keinen Fall jetzt vorm Einschlafen schauen. Okay. Und gut. Den TED-Talk von Christine gucken. Dringend, genau. Wahrscheinlich.
sehr viel erfreulicher. Genau. Und ich schließe mit den Worten von Schapitz. Bis nächste Woche. Bitte, bitte, endung!